Wer ist klein, trägt eine Brille und geht zur Sonderschule? Nein, Hannes ist groß. Rüdiger trägt keine Brille. Es ist Harry Potter. Ja, ihr habt richtig gehört. Harry Potter, man liest, glaube ich, in jeder Zeitung was. Man guckt im Fernsehen, man zappt durch die Kanäle. Harry Potter, Harry Potter, überall ist Harry Potter. Man kommt gar nicht an Harry Potter vorbei. Jeder kennt Harry Potter. Meine Oma kennt Harry Potter. Meine Haustiere kennen Harry Potter. Jeder. Ja, Harry Potter ist bekannter als Michael Jackson und schuld daran ist eine Autorin namens J.K. Rowling und die hat, glaube ich, wie viele Romane? Die ist keine Autorin, die ist jetzt Milliardärin, die ist noch hobbymäßig. Ja, jetzt macht sie gar nichts mehr. Ab sofort schreibt ihr neuer Roboter, ja, die Bücher, weil sie ist so scheiße reich durch dieses Buch geworden. So reich, ich glaube, Bill Gates hat langsam schon Angst und der hat ja 134 Milliarden oder so. Hat Angst, aufgekauft zu werden vom Rowling Empire. Ja, es gibt alles von Harry Potter. Es gibt Zahnbürsten, es gibt Zahnseide, es gibt Unterhosen, Kartenspiele, Bettwäsche, Schulbücher. Bettwäsche, es gibt alles. Was es von Harry Potter nicht gibt, ist auch nicht legal. Ja, so einfach. Das ist eigentlich eine schöne Regel. Und wir haben auch eines dieser Merchandising-Artikel, nämlich das Spiel. Zum Spiel. Film, muss man fast schon sagen. Das Oder Design ist ja sehr stark am Film angelehnt, also würde ich sagen zum Film. Kostet ja, glaube ich, weiß nicht, 99 Mark 99 von EA. Mark. Wurde ja in einem Jahr zusammengeschustert. Ist auch ganz brauchbar, oder? War für Fans. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und es soll sie ja geben, die Harry Potter-Fans. Ja. Echt? Ja, wir haben ja einen in unseren Reihen. Ja. Ich gucke niemanden Namen an. Nennen? Ah, Simon, war ein Zufall. Ja. Und das werden wir heute spielen. Wir haben einen Test dazu geschrieben. Wenn und noch ein bisschen den lesen bei uns auf der Seite. Und außerdem wird Hannes, ja, in bester Stuttgart-Barre-Manier. Ja. Aus Harry Potter zitiere. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Großartig Themen im PC-Bereich. Und heute wird's eng bei meinen Freunden, den Consoleros. Wusstest du übrigens? Die planen ja auch schon den nächsten Harry Potter-Film. Ja, ja, die kommen ja jetzt wahrscheinlich so. Weißt du, ne? wie der Titel des Films sein soll? Nein. Wir wollen all euer Geld! Okay, lass uns über die Themen des heutigen Abends sprechen, oder? Nein. Ich fand den zumindest sozialkritisch. Ja, aber er hat ja immerhin, immerhin. Ich mein, Harry Potter ausverkauft. Ja. Ihr hattet es ja auch schon im Konsumbereich. Ja. Und ich war sogar schon in dem Film drin. Echt? Hm? Sogar bei der Vorpremiere irgendwie nachts um 12. Fragt mich nicht warum, es hatte andere Gründe als ihr denkt, aber. War das Freikarten bestimmt. Es war eine Frau oder sowas. Ja, das kann sein, vielleicht. Naja, Harry Potter treibt sein Unwesen, ich glaube, auf jeder Konsole, die es gibt. Ja. Stimmt's? Gibt es eine Konsole, wo es kein Harry Potter gibt? Ich glaube, auf dem C64. Bist du dir sicher? Da hast du mich. Da hast du mich. Siehst du? Ja, naja, aber Harry Potter ist heute nicht euer Thema, ist unser Thema. Ihr habt aber ein anderes schönes Thema. Was? Ja, wir haben heute Gäste da. Das werden wir natürlich auch gleich noch sehen bei dir. Aber die werden zumindest den Abend bei uns verbringen. Und die haben uns auch wiederum ein Spiel mitgebracht, was schon seit langem angekündigt war und auch wirklich mit großer Erwartung erwartet wird, nämlich Jack & Dexter für die PlayStation 2. Das war jetzt wieder ein Bandwurmsatz, für den ich mich entschuldige. Das war die Kurzfassung, danke. Für den ich mich entschuldige. Jack & Dexter ist ja ein nettes 3D-Jump-Run und ja, da bin ich schon. Wir haben es schon angetestet vor ein paar Wochen. Genau, wir hatten eine Preview-Review-Irgendwas-Version. Ja, ja. Ne? Genau. Deswegen kennen wir schon ein bisschen aus mit dem Spiel. Wir freuen uns darauf, auch mal mit den Entwicklern ein bisschen quatschen zu können. Weil plauschen. Ist ja immer lustig, ne? Auf jeden okay. Fall. Und denk dran, Michi zu Harald Schmidt. Genau. Nicht vergessen. So. Großartig Game. Hoffentlich auch wieder hier im Held-Bereich, wo der Jörg wieder mal königlich am Fressen ist. Ja, ich muss sagen, meine Geschenke ist der gute Jörg daneben. Wieso deine Geschenke? Ich habe hier kiloweise Geschenke bekommen von einer als Frau Nikolaus titulierten Person. Du hast doch nicht ausgepackt? Nein, Mann, es ist Weihnachten. Es ist nur nicht Weihnachten natürlich. Na und? Das wird erst an Weihnachten ausgepackt. Jetzt pack aus. Nein, das ist nicht jeder so gierig wie du. Ich habe nur schon gesehen, dass hier irgendwo ein Handtuch drin ist. Da hat der Carsten nämlich schon aufgepackt. Jetzt, Alter! Du machst sie wirklich erst an Weihnachten auf? Ja, es sind Weihnachtsgeschenke. Oh, Entschuldigung. Ja, ich Parkverbot, hier dürfen wir wirklich nicht parken. Ich werde natürlich andere Namen drauf schreiben und es weiter verschenken, aber da bin ich halt selbst überrascht, was rauskommt. Okay, es könnte jetzt hart kommen, was ich jetzt sage, aber es gibt den Weihnachtsmann nicht wirklich, Simon. Wie, aber die Frau Weihnachtsmann hat mir das geschickt. Das wäre sehr Vielleicht intelligent ist er von beschäftigt. Der Weihnachtsmann, den gibt es nicht wirklich. Das wäre okay. Genauso, wie wenn es jetzt gibt. Kommen wir doch auf spaßige Themen. Am besten auf spaßige Themen. Gestern hatten wir doch diesen
Mod, also diese Mod für Diablo 2 vorgestellt und haben natürlich jeden gefragt da draußen, was denn der Fehler ist, warum das bei uns nicht läuft. Unser Fehler war es nicht, den Zuschauern natürlich auch nicht. Der Fehler war auf der Webseite von den Jungs, die das Ding entwickelt haben, denn sie hatten vergessen zu erwähnen, dass das Ding ausschließlich nur für die englische Version gedacht ist. Und von daher können wir natürlich das wir nicht sind wissen. Unschuldig. Okay, das halten wir jetzt geklärt. Könnt ihr mir trotzdem noch sagen, was ihr heute für Themen natürlich habt? Natürlich den Demo-Dienstag, Mann. Ja, und natürlich. Wie lange arbeitest du hier? Wie könnte ich das vergessen? Ich hoffe immer, dass es einen Dienstag gibt, an dem ihr sagt, heute ist no der letzte way. Tag. Nein, nicht? Der letzte Tag noch nicht, aber 25, fast wieder ein kleines Jubiläum. Okay, Leute, ich muss wirklich dann gehen. Ich würde ja gerne noch bleiben, aber ich will nicht. So. Das dauert hier heute wieder, ne? Es tut mir du so leid, Evunia, mein Schatz. Richtig warten. Es tut mir so leid. Du hast ja gesehen, also das liegt einfach daran, dass wir so fantastische Themen heute in dem Bereich haben. Ich hab schon gemerkt. Aber du hast auch wieder, hast ja heute Rastas gemacht, oder was? Ja, ich habe mir heute Rastas gemacht. Wir haben eine neue Maske übrigens. Ja. Und die hat sich heute richtig was einfallen lassen und hat, glaube ich, 2 oder 3 Päckchen Haarnadeln verbraucht. Also ich werde auf jeden Fall heute Abend mächtig was zu tun haben, bevor ich ins Bett gehe. Aha. Ja, jedenfalls. Rüdiger hat mir gerade was Fieses aufs Ohr gesagt, das muss ich einfach sagen. Er hat gemeint, er dachte, du kommst gerade aus dem Bett. Wegen der Haare. Mhm. Wegen der Danke, Haare. Rüdiger, wir sprechen uns gleich noch. Fand ich nett, also. Mhm. Aber habe ich nicht gesagt, sagt er auf einmal auf meinen Ohr. Jedenfalls gibt es bei mir heute wieder 8 fantastische, supergeile Fragen von unseren Zuschauern. Leider hat der Aufruf gestern nicht so ganz gewirkt und nicht gefruchtet. Ich hoffe, es wird sich in den nächsten Minuten noch ein bisschen was tun. Aber das ist mir gestern schon aufgefallen. Du musst dir einfach mal was einfallen lassen. Weißt du, einfach nur sich hinsetzen und sagen, ey, jetzt wählt doch mal die anderen, das klappt halt irgendwie nicht. Ja, aber die haben doch halt die Macht. Was soll ich denn hier machen? Ja, die haben die Macht, deshalb wählen sie ja auch die 2 attraktivsten Gamer der Welt. Oh, bitte, bitte. Okay. Also ich gehe jetzt einfach, ja. Okay? Ja. Wir haben es gesagt, großartige Gäste heute wieder bei Giga Games. We have guests in our show and it's Jack and Dexter. That's right. No. No, not What's quite. A joke? Not quite. Yeah. We have, sorry, I have to read, Jason Rubin and Andy Gavin from Naughty Dog. That's right. That's Jason right. Rubin and Andy Gavin. Okay. We're the makers of Jack and Dexter, new game for the PlayStation 2 okay. on December 7th. Yeah. December 7th in Germany? Yes. Okay. That's and right. you brought it today with you? We yep. brought it we here did. Today 7th and we're December ready to for show the rest it. Of the world, but That's today right. for our viewers. Absolutely. And Naughty Dog, I heard the name before. Right. What exactly did you make? Well, we're the creators of Crash Bandicoot. Crash and Bandicoot. You might have heard of that little orange so guy. You're He's responsible been around for that. A while. Crash we 1, Crash 2, Crash 3, Crash and Team Crash Racing. Crash Team Racing. And since Crash Team Racing, we've been working exclusively on Jack and Daxter. So and it's been 2 full years with a team of 36 people. It's a big production for and us. Jack and Daxter is, again, a 3D jump and run, right? Yep. It's, again, a 3D jump and run, but it's a totally new thing. And we'll definitely be able to tell you about that. Yeah? Yeah. So what's cool new stuff. A short question. Right. What's the difference between Jack and Dexter and, let's see, 1,000 other 3D jump-and-run games? Well, there have been action games in the past, which are all about feeling and yeah. gameplay, but not much about plot, story, or world. And then there have been adventure games like, say, Zelda, which is a great world, but it's not much action and not much challenge. We've taken those two, we've put them together. It's a single world, no loads, you never see a screen that says loading, and it's just one big action-adventure okay, game we'll first prove time. That. We will prove that. No loading screen. We will prove that. You can keep us no here all screen. Night and we'll never see a loading screen. Okay, we'll see. You will introduce us to Jack and Dexter in the console yep. Corner. Also ihr bleibt am besten dran. Die Jungs zeigen euch gleich Jack and Dexter bei Micha und Carsten. Und das wird auf jeden Fall ganz, ganz heiß. Ihr sollt dranbleiben. Mehr Infos zu den Themen natürlich bei uns auf der Seite auf giga.de. Etienne, mein Name, neben mir Hannes von Stuckrad-Barre. Er hat das Buch, von dem die Leute reden. Das es ist Buch. Das Original, handgeschrieben von Joan K. Rowling. Sogar mit Buchstaben. Das ist alles handgeschrieben. Dieses Buch ist, glaube ich, 10 Milliarden Mark wert. Ja. Oder? Mhm. Habe ich jetzt übertrieben. Ich glaube, sogar die erste Ausgabe. Es ist original in... 1997. Ja. Wo für Jessica, für Anne und für die.
Jessica mag Geschichten, Anne mochte sie einst und die hörte diese Geschichte zuerst. Ist das eigentlich eine Amerikanerin? Nein, das ist eine Engländerin. Deswegen wollte sie dass der Film Englisch wird. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe das Spiel gespielt. Du bist der richtige Mann für das Spiel dann. Ganz genau. Auf jeden Fall. Ja, ich kann wenigstens objektiv an die Sache rangehen. So sieht die Verpackung aus, ist ja auch schon mal ganz nett. Und da sehen wir ihn, den berühmtesten Sonderschüler der Welt. Ist ja nicht vom selben Team wie Undying, aber ein paar Leute von dem Undying-Team haben ja da auch mit dran gewerkelt. Hat uns ja der Produzent verraten letztes Mal. Und ihr werdet lachen, das merkt man kein bisschen. Also ist nicht gruselig. Genau. Auch nicht von der Qualität her. Ist es gruselig von der Qualität? Es ist gar nichts. Also es ist ganz nett, aber es ist nicht gruselig. Ich habe auch einen Test geschrieben dazu. Schaut ihn euch an. Hast du dem Spiel eine Wertung gegeben? Großartig. Ja, ich habe dem Spiel eine Wertung gegeben. Das hat ein Test so an sich. Sogar eine Muggelwertung, ne? Also keine richtige Muggelwertung. Hier sehen wir es. 72%. Das ist aber nicht schlecht. Ist ganz okay, ja. Ist aber trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Ich sage mal, es ist auf jeden Fall ein Spiel für Fans. Weil es gibt bessere Spiele, die ähnlich sind, wie zum Beispiel Merrick McGee's Alice. Ja, doch. Das eigentlich sehr ähnlich ist von der Spielmechanik, aber eigentlich in jedem der Punkte besser ist. Und, also man kann als Fan schon nochmal 20% draufschlagen. So. Ja, denke ich schon. Aber wenn man nicht wirklich mit Harry Potter im Reinen ist und auch sonst nicht so viel von dem kleinen Zwockel hält, sollte man sich vielleicht gut überlegen. Gibt Demo ja auch kein Deathmatch, ne? Gibt auch kein Multiplayer, wo man Harry Potter irgendwie eins in die... Mit dem Besen und so? Das ist ja das Besondere. Ich habe das auch schon im Artikel geschrieben. Man kann weder Game Over gehen, man kann selber also nicht sterben. Mhm. Man kann aber auch die Gegner nicht töten. Kann man eigentlich was machen? Ja, man kann die Gegner halt einschläfern. Dann fallen sie halt um weiß nicht. Ja, alles klar. Mach mal. Ja, mach ich mal. Ich fange an. Ihr seht, ich habe den... Nee, gibt's nicht. Ich habe den Debug-Mode gestartet. Das heißt, wir können die Level auswählen, weil in dem Spiel, wie es so üblich ist bei Spielen der letzten Wochen, Monate... Man kann nicht safen, wenn man will. Ist ja auch für eine Zielgruppe, die mit Quicksave und Quickload vielleicht nicht ganz zurechtkommen würde, ist so 6- bis 12-Jährige. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein schlechter Trend. Deshalb habe ich mir den Level Select ausgewählt und wir fangen einfach mal an am Anfang. Der sternenklare Himmel. Das ist sozusagen jetzt das Intro. Kennt man eigentlich auch aus dem Buch. Genau so fängt es an. Ich habe die ersten 30 Seiten gelesen vom Buch. Ich muss sagen, das Buch fängt erstmal an mit der Hagrid und so, lernt ihn ein, gibt ihm Kohle, damit er seinen Zauberstab kaufen kann. Und so weit habe ich schon gar nicht mehr gelesen. Ich habe genau bis hier hingelesen, wo dieser Fettsack da kommt und halt den Harry Potter vor der Tür ablegt. Das war mir schon dann doch ziemlich am Anfang noch. Ja, ja, das war mir dann doch irgendwie... Allein der Straßennamen war schon irgendwie Ligusterweg oder sowas. Ligusterweg. Guck mal, da steht es ja gerade. Nummer 4 im Ligusterweg, siehst du? In diesem Was ich auch so lustig finde, ist, dass alle Leute haben so Dagobert Duck-Namen, ne? Immer mit D, D, E, W, W. Das hier erinnert mich so ein bisschen an Mowgli aus dem Dschungelbuch. Der Junge... Ja. Der überlebte. Da müssen wir aufpassen. Ne? Also wir sollten nicht irgendwie die Story von Harry Potter spoilern. Kritisieren, sonst wie verderben. Ich glaube, es ist noch über Harry Potter zu lästern, ist gefährlicher als über Star Trek und The Rock gleichzeitig. Aber das finde ich ja dann immer gerade interessant. Du suchst die Herausforderung. So, der Hogwarts Express. Also das Spiel fängt nicht wirklich da an, wo es anfängt, sondern das Spiel fängt da an. Du bist eingeschult, du bist in der Empfangshalle von Hogwarts. Ganz genau. Und das eigentliche Spiel ist auch eigentlich ein ganzer Lernprozess. Das heißt, wir werden, ich breche das jetzt mal hier ein bisschen ab, komm. Wir werden die ganze Zeit von Professor zu Professor hechten und neue Zaubersprüche lernen und ein bisschen in Hogwarts rumlaufen und so. Also es ist, wie sagt man, die Lernphase von Harry Potter. Das ist sozusagen wie das erste Schuljahr im Buch. So, das mache ich mal weg, da oben. Da kommen sie, sind alle von Hufflepuff oder von Slytherin, oder wie die heißt, die Ausbildungsstätte. Also man merkt schon, dass die Charaktere doch in den Film total. Und die Autorin selbst hat ja auch den Programmierern auf die Finger geguckt und darauf Wert gelegt, dass das eben nicht ein wildes Gemetzel ist oder so. Vorurteile wahrscheinlich gehabt gegen Computerspiele. Ja. Dementsprechend halt auch jetzt keine Game Overs und kein Blut. Ein wirklich friedliches Spiel für die ganze Familie. Heute Morgen habe ich mich... Wer ist das jetzt? Das ist Dumbledore. Dumbledore, der Hogwarts-Schulleiter, der Direktor von Hogwarts. Und sozusagen der Checker, der einzige Zauberer, der, du weißt schon, wie er heißt, Paroli bieten kann. Ne? Du weißt schon, wie er heißt? Ich weiß schon, wie er heißt. Voldemort. Oh, jetzt habe ich gesagt. Oh. Willst du vielleicht noch erzählen, was beim Herr der Ringe am Ende passiert? Nee. Doch. Eine ganze Nein, halt's Maul, ich kenn's auch noch nicht. Jetzt mach dich ich bin erst so, also wie wär's mal mit abbrechen? Ja,
Das ist ja so die Sache. Das geht leider nicht. Schade. So, jetzt geht's los. Oh, jetzt hauen wir gleich mal los. Hier, nein, das geht natürlich nicht. Das ist die Empfangshalle. Genau. Die Steuerung ist eigentlich wie bei solchen Action-Adventures üblich. Laufen mit den Cursor-Tasten. Ja, das ist ein bisschen nervig. Das ist jetzt der Freelook mit der Maus. Der ist irgendwie, der gefällt mir nicht so ganz. Ich glaube, der hat so ein Auto-Aim, ne? Damit die jüngeren Gamer ein bisschen zurechtkommen damit. Also die Steuerung ist ein bisschen komisch. Man kann auch nicht links und rechts strafen, sondern man kann nur drehen. Stimmt, das kann ich nochmal erwähnen. Das war Eddies erster Kommentar, als er das Spiel angefangen hat zu testen mit Dreckspiel, da kann man ja nicht nach links und rechts strafen. Kein Strafe-Jump. Ich hab gesagt, es gibt keine Strafe-Jumps. Ja, ich meine, hallo? Unreal Engine? So, das ist Ron, der Rotschopf. Der ist gut, ne? Der ist gut. Und wie heißt nochmal der böse Malfoy? Malfoy, glaube ich. Malfoy. Oder gegen Draco, den werden wir dann Draco auch gleich Malfoy, genau. Ein Besenduell haben. Das erinnert an den Kampf auf Endor. Wie hieß das? Mit diesen Speederbike-Szenen. Mit den Speederbike-Szenen aus Return of the Jedi. Das wird gleich kommen gegen Malfoy. Cool. Und wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen weiter Harry Potter zocken. Eure Meinung zu Harry Potter ist natürlich willkommen. Schreibt sie mir oder dem Hannes am besten. Oder schreibt sie zum Comments. Harry Potter rockt die Scheiße. Muss ich jetzt einfach mal... Achso, okay, auf jeden Fall, zumindest als Buch. Rock die Scheiße kann ich nur jedem empfehlen, der es vielleicht noch nicht kennt. Man hat doch nichts verpasst, wenn man es nicht kennt. Das sagt er, der es noch nicht kennt. Gut, was auch auf jeden Fall die Scheiße rockt, wenn nicht sogar noch die Super-Scheiße, ist der Hellbereich und natürlich der Dämonienstag. Sage ich jetzt einfach mal so. Und wir haben natürlich die Scheiße. wir haben uns natürlich wieder mal ins Netz begeben auf diverse Szene-Sites und eine sehr schöne Demo von unseren Jungs Farbrausch entdeckt. Und das sind ja eigentlich die Jungs, die irgendwo mitverantwortlich sind. Also noch viel krassere Scheiße. Okay, nachdem wir jetzt, glaube ich, irgendwie den Weltrekord in Scheiße sagen, während eines Live-Texts gebrochen haben, könnten wir einfach mal starten mit Farbrausch 13 Flyby. Und was ich sagen wollte, ist eigentlich... Man könnte ja auch sagen, die rocken die Exkremente, aber... Die rocken sowas von die Exkremente. Das ist, glaube ich, durchaus dezent formuliert und sollten ja auch so jetzt in die Annalen... in die Annalen. Ja, liebe Regie, wir wissen, dass wir unerst sind, aber Gott, was sollen wir sagen? Es ist bald Weihnachten. Simon verleitet mich zu schlechten Taten. So wird es sein. Ich bin eindeutig der schlechte Einfluss hier im Hellbereich. Lass mich doch diesen tollen Spruch einmal sagen. Denn Farbrausch 08 war eigentlich das erste, damals The Product, war das erste Demo, was wir im Laufe unseres ersten Demo-Dienstags gezeigt haben. Und da freut uns natürlich, dass wir die Erlaubnis haben, diese Demo zu zeigen. FR 13, auch von Farbrausch. Und es ist eine Invitation für die mittlerweile 11. The Party. Die ist in Dänemark, im Ares Messecenter. Also falls ihr zufällig in Dänemark seid, solltet ihr euch das auf jeden Fall geben. Knapp 4000 Leute sollen da sein am 27. Dezember. Und das ist auf jeden Fall die Einladung. Übrigens eine 64K, Demo darf man ja nicht sagen, ein 64K Intro. Haben wir schon gelernt in dieser langen Zeit unserer In nur 25 Demo-Tage. Wochen haben wir das hingekriegt. Ich find's cool. Ja, das Ganze gefällt mir sehr, sehr gut. Ist leider ein bisschen kurz. Gerade der Charakter hier, der sieht ja auch ein bisschen aus, als ob er die Scheiße holen würde. Ja, der ist der Master. Der ist quasi Mr. Exkrement. Das ist gerade ein Bandwurm, ja? ich sehe das Niveau des Demo-Dienstages sinken. Erinnert mich so ein bisschen an Amiga-Zeiten-Musik. Ja, ist sehr, sehr, sag ich mal, billig gemacht, aber ich finde sie sehr lustig. Also mir gefällt sie sehr gut. Bitte die Party genießen, stand da gerade. Während unser Kameramann Thomas völlig in Panik ausartet. Ein Glück, dass ihr es nicht sehen könnt. Er räumt hier nämlich gerade ab, die ganzen Weihnachtsgeschenke, die wir hier schon bekommen haben. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass eben hier die ganze Zeit der Text vor die schönen 3D... Bilder hat kommt, halt so eine aber ja, an sich. Man muss ja auch was wissen, worum es geht. Ja, dann, ne? Man könnte es ja auch am Ende machen. Nein, aber auf jeden Fall sieht das alles schon sehr cool aus. Und wenn ihr vielleicht zu dieser Party gehen wollt, kann ja sein, dass ihr irgendwo in der Nähe von Dänemark Verwandte habt und da pennen könnt oder sowas. 27. bis 29. Dezember ab 8 Uhr geht das Ganze los.
Und es gibt da nicht nur einen Demo-Dungeon, wo eben die ganze Zeit rund um die Uhr 24/7 Demos gezeigt werden, sondern auch die Frag Central, wo eine riesige LAN-Party steigen wird. Unter anderem mit einem Counter-Strike und einem Quake 3 Turnier. Und es gibt... Du meinst das Beben, das gefährliche Beben. Habe ich Quake 3 gesagt? Ich meinte... Nee, du meinst Quark. Ich meinte... 3. Da gibt es auf jeden Fall ein Turnier. Und alle, die über 18 sind, gerne indizierte Spiele spielen, die sollten da hingehen. Natürlich die ältere Generation, die älteren, 50, 60, 70, die Jungs, sind natürlich auch eingeladen. Ja, ja, auch wenn sie da wahrscheinlich irgendwo auf dem Parkplatz zusammengeknüppelt werden. Aber ihr könnt gerne kommen. Nein, natürlich nicht. Denke ich zumindest nicht. Ich denke, Coda sind alles sehr, sehr nette Leute. Wir die auch. Die rotten das Haus. Deswegen solltet ihr euch, falls euch die Demo gefallen hat oder wir zu viel gelabert haben, nochmal das Ganze ziehen. 64 KB nur groß, findet ihr? Findest du? Na, ich wollte sagen, jetzt sollte er das eigentlich... Findet ihr auf giga.de natürlich. Wir sind ein Team, hä? Eigentlich, ja, eigentlich hatte ich heute erwartet und gehofft, dass ich sage, hey super, heute Simon und Micha das erste Mal in der Challenge diesen Monat oder Carsten oder Jörg, nein. Leider nicht. Aber doch hat es Micha und Simon mit 17% geschafft und Jörg und Carsten mit 10. Trotzdem, nichtsdestotrotz, seht ihr gleich nach dem Gamesflash Etienne mit 26% und unseren Hannes mit 20. Bis gleich. Der Gamesflash am 4. Dezember. Kommt Unreal Tournament 2? Kaum ein Gerücht dürfte für mehr Aufsehen unter Games-Fans gesorgt haben wie Unreal Tournament 2. Angeblich sei nämlich ein Nachfolger zum Multiplayer-Hit Unreal Tournament seit längerem bei den Entwicklern Digital Extremes in der Mache. Und dabei dreht es sich nicht um Unreal Championship oder Unreal Warfare. Eine geheim gehaltene Quelle sagt auch, dass die Arbeiten an Unreal Tournament 2, so es denn existiert, schon sehr weit fortgeschritten sein sollen. Im PC-Bereich erfahrt ihr alles zu den Gerüchten. Medal of Honor Demo. Wer den Release vom vielversprechenden Taktik-Shooter Medal of Honor nicht mehr erwarten kann, hofft natürlich sehnsüchtig auf eine frühe Demo. Leider müssen wir eure Träume zerstören. Publisher Electronic Arts will erst nach dem Release eine offizielle Demo veröffentlichen. Einzig Computerspieler, die sich Medal of Honor vorbestellt haben, kommen deutlich früher in den Spielgenuss. Im PC-Bereich erfahrt ihr alles über die geplanten Demo-Versionen und den Release in den Vereinigten Staaten. Patchomania im Help-Bereich. Gleich zwei brandneue Patches zu Actionspielen findet ihr jetzt in Simons und Jörgs Bereich. Zum einen dürfen sich Serious Sam-Besitzer über eine breitere Unterstützung von High-End-Grafikkarten, bessere Netzwerkcodes und schnellere Performance freuen. Zum anderen gehören nervige Lade- und Speicherprobleme von Project Eden mit dem neuesten Patch der Vergangenheit an. Im Help-Bereich erfahrt ihr alles über die beiden handlichen Downloads, auf dass die Spiele besser werden. Außerdem GTA 3 für PC, Shiny für die Xbox und Ultima 7 für Windows. Das alles und mehr auf giga.de. Es ist jetzt genau fast 22.30 Uhr. Ich hoffe, eure Gehirnzellen funktionieren gerade noch richtig genau. Denn ich denke mal, sie werden jetzt gleich bei den nächsten 8 Fragen richtig auf Hochtouren laufen. Weil wir heute mal wieder 8 sensationelle Fragen von unseren Zuschauern haben. Und wir haben 2 sensationelle Kollegen, die sie beantworten werden. Ja, 2 sensationelle Kollegen von mir sitzen hier vor mir. Ich bin total begeistert, als wenn es das erste Mal wäre. Erwartet von mir nichts. Was ist denn mit dir? Challenge. Gestern hast du doch getönt, dir jede Frage beantworten und heute erwartet von mir nichts. Nein, es ist einfach so, dass Eva eigentlich immer bescheißt in dieser Challenge. Wie soll ich denn bescheißen, bitte? Du bist sozusagen der linkeste Quizmaster der Welt. Danke, dass ich links essen darf. Ah ja, alles klar. Okay, Etienne, dann bin ich immer gespannt, ob ich heute wirklich bescheißen werde. Dann fangen wir doch an mit der ersten Frage. Wenn du meinst, es noch nicht mal richtig argumentieren zu können, weshalb ich bescheiße, okay. Welche Waffe hat man am Anfang des Spiels Indiana Jones und der Turm von Babel? A. Revolver. B. Omas Stinkeschuhe. C. Schwesters Atomlutscher. D. Oh, das ist ja so krass Bruders schwer. Killer-Tomate. Hallo? Also das ist gestern aber eine Minus-1-Frage, oder? Warte mal, Moment. Du mit deiner Frage gestern? Gestern hat er sich total beschwert, dass sie für die erste, also für eine Ein-Punkte-Frage super schwer war. Bitte. Ja, dann nehme ich jetzt auch die richtige Antwort. B. B. Es war A.
Okay, die Regie war schneller, bevor ich meinen Gag revidieren konnte. Egal. Alles klar. Oh, dein Gag? Ich nehme B. Cooler Gag. Ich habe wirklich an Omas Stinkschuhe gedacht. Wer weiß? Weiß nicht. Nimm die Omas Stinkschuhe. Revolver war auf jeden Fall die richtige Antwort. Edmund Hannes, von der nächste Frage kommt von Edwus van de Broek. Wie heißt die böse Hexe aus Lands of Lore? A. Auf der IFA aufgepasst, als ich gezockt habe. Fiat, hab. B. Skoda, C. Lancia oder D. D. Goscha. Ja. Fiat, Skoda und Lancia sind ja alles Autos. Und Scotia nicht. Scotia ist auch ein Auto. Echt, Scotia ist auch ein Auto? Hm. Fiat fällt ja schon mal weg. Welche Frau heißt denn Fiat? Selbst die dümmste Dreckshexe heißt nicht Fiat. So. Skoda klingt einfach zu sehr nach Schädel und Skull und Schnaps. Und Schweden. Scotia oder Lancia? Lancia klingt auch zu krass nach Auto. Ich sag Scotia D. Alles klar. Richtig. Hannes jetzt den Punkt. Jawohl. Null Problemo. Natürlich ist Scotia kein Auto. Wieso sagst du es dann? Ach stimmt, wir sind ja im Quiz. Okay, alles klar. Alles klar. Nächste Frage. 3 Punkte gibt es dafür. Kommt von Splatter84. In welchem Jahr spielt Ghost Recon? A. 1997. B. 2000. C. 2008 oder D. 2015? B. 2000. Das machst du jetzt nicht absichtlich oder so, ne? Das ist ein Blödsinn. Ist mir egal, nimm B. Machst du wieder Scherze? Nein. Oder ist dir alles heute egal? Mir ist alles egal. Ich alles klar, nehmen wir B. Ah, das weiß doch jeder, 2008. Also irgendwie, ich glaube, wir reden gleich mal darüber, Etienne. nächste Frage, bitte. Kommt von MKS 300. Wie heißt die erste Raststätte in Baldur's Gate 1, in der man Halt macht und Jahira und Kali trifft? A. Hohe Hecke. B. Freundlicher Arm. C. Lange Hand. D. Schiefer Schurke. Schurke ist eine Person, Hecke ist ein Objekt. Arm und Hand sind beides Objekte am Körper, deswegen vermute ich, ist es B oder C. Freundlicher Arm oder lange Hand? Also ich würde eine Raststätte nicht freundlicher Arm nennen, obwohl ich strecke meinen freundlichen Arm zu dir aus, Genosse. Lange Hand oder freundlicher Arm, B oder C, jetzt B-System, was ist das? Eva, zeig mir mal deinen Arm. Wie klingt A? Wie klingt B? Wie klingt C? Nein, ich will nur deinen Arm sehen. Ist der freundlich? Hast du eine lange Hand? Achso, der will meinen Arm nur sehen. Rüdiger, keine Panik, ich helfe nicht. Ich setze mir demnächst mal so eine Sonnenbrille auf oder so Scheuklappen. Lange Hand, wird hier mal wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, also auch wenn glaube, er mal die Wahrheit spricht. Am Anfang des Spiels sollte man doch von einem freundlichen Arm geleitet werden und deswegen sage ich, es ist B. B. Okay, B. Cool. Alles klar. Logik, mein Freund, Logik. 4 zu 0. Etienne? 4 zu 0, wir geben ihm die Packung. Was ist denn heute mit dir los? Nix. Hast du keinen Bock? Oder, Nein, total. Der bräuchte den Die mal, weißt du, der bräuchte den Die. Ja, was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer du bist, hä? Von den Backstreet Boys. Okay. Jedenfalls, wie immer, sehen wir uns gleich zur zweiten Runde wieder. Angekündigt, unsere zwei Gäste heute hier im Konsolenbereich von Naughty Dog sind hier mit Jack and Dexter. Unsere beiden Gäste sind Andy und Jason. Welcome once again. Hi. How are you doing? Just give us a short introduction of you. What are you doing? What is your job and stuff?
Well, many years ago, 7 years ago, we started working on a game that ended up being Crash Bandicoot. Mm-hmm. And after doing 4 Crash Bandicoots and finding out what the PlayStation 2 could do, Naughty Dog started working on Jak and Daxter. Andy here has actually been working for 3 years on this project, and our whole team's been working on it now for 2 years. And now, finally, December 7th, this Friday, I believe, mm-hmm. it comes out in Europe, and everybody gets to play it. And there's a lot of new stuff going on. Okay. Give us an overview. What is your job? I'm the co-founder and lead programmer. Okay. And your job is? And I'm kind of a manager, so I don't do much useful anymore. We do some particles here and there, too. Okay, maybe we start with the game. And Jason, you give us a short introduction of the game. What's new? What are the features, new features and stuff? Yeah, like I said earlier, we've kind of combined action games and adventure games. So we have a really big world here. You can look out and you can see that the world is made out of millions of polygons. Here we're looking at 10 to 15 million of them. We can see that down in the distance here, there are some tables, and those tables are actually being rendered at this point. Yeah. We also have an incredible amount of plot and animation, and I'll run in here and start up a movie, and you can see some of that. Wow. And it's also the game graphics. That's right. These are the real in-game characters, so you're not looking at anything different than you'd be playing with. And you can see their faces have, like, full animation, their eyes can look around and stuff. We actually have hired a bunch of Disney animators, as well as using some of the Naughty Dog animators that work on the Crash series. So the animation in this game is really good quality, I think better quality than most of us have seen in video games before. So everything's localized. We also hear the German language now. Absolutely. It's really important to Naughty Dog to get Europe localization done. This game came out today in the United States. It's coming out Friday in Europe, so we're simultaneous release, give or take a couple of days. We've done it in 6 languages. We also switch it live. Yeah, like, we've got an email from one of our viewers. He said, "Hey, anyone told me it's the 14th, right. The release." That's because we shipped a week early, so some of the materials still say the 14th, but actually it's coming out the 7th. Okay. Right. So our bug testing went really well. It's a very solid game, yeah. So we said release early. And you also planned vacation, you told me before. Yeah, well, when the game's done, we go on vacation, but we didn't rush it. I mean, this game has a perfect PAL conversion. You can actually switch back and forth between PAL and NTSC in the European version, so you can check us. If you have a TV that plays both, you can make sure that we didn't cheat you in the PAL version. Okay, also, we have no loading screens. I was amazed about that. That's right. Actually, Andy, why don't you walk into so I ran down from where before and we'll run into this level over here, mm-hmm. Which is a level where Jak gets to use his A-grab zoomer. The world is about 100 million polygons, and at no time will you see a loading screen. You'll see as Andy flies into this area that is really big, massive in fact. And it's all fitting in the PlayStation 2 memory, and like I said, no loading screen. We actually... So how did you manage that with no loading screen? I mean, it's very big and very huge, the whole world. How did you manage it with programming and stuff? Well, it's a Naughty Dog classic trait to try to fit more in memory than actually fits. For example, on the PlayStation 1, our Crash game levels were 12 megabytes, and they were fitting in a much smaller space than the PlayStation 1. So we've been trying as long as we could to get more in memory that actually is in memory at any time using spooling. It's a little bit of sleight of hand. This is just a system we've been working on for a long time, and now finally with the PlayStation 2, we have the power to show that off. Okay. Andy, what's the main goal now from in the racing part? The main goal in the game in general is to collect these power cells, and you get this little screen here which tells you which ones you have, which ones you know about, okay. And stuff like that. But this level is all about using the zoomer, this hovercraft, and it's jump and run gameplay, mm-hmm. which I just botched. But with a craft on this particular level. Sometimes you use it to race. So you combine many elements. Yeah. Like, here you use this green magic, and you've got to, like, convert these evil plants to good plants using the green magic. And so that's, like, a little task. And if you can do that, you can get a reward. And you can see that green bar on the right is kind of counting down. When that goes away, he's out of green magic, and you can see that these plants are respawning themselves. Oh, okay. So it's a race against the clock. And you have to kind of weed whack them away, yeah. Slowly but surely. Since I'm a programmer and no good, I didn't do it. There are 101 tasks in the game, and most of them are different from the others. There's probably 90 unique tasks in the game that you have to do. In fact, we'll take you to another level. This level is all bite-based.
here he's chasing a creature that he has to knock out. Yeah, if you get to catch five of the purple guys, you get another power cell. But we'll go to another level right now, and we'll show you some totally different gameplay where you can actually pick up yellow. See the village off in the distance? Sorry. Okay. If you watch that village, you'll see that it keeps coming and coming and coming, and there's no tricks. It's actually high res the whole time. And in a second here, Andy's gonna, once he rights himself, he'll jump off his vehicle and run into the village. And you'll see that you can go in and it's all completely high resolution. Yeah. So you don't have this fog thing, like seeing fog and then... Every now and then we'll put fog in the game, but the reason for fog is that it's a foggy day. It doesn't actually cloud everything out. It's just like the real world. It provides an atmosphere. Yeah. And it's just a massive world, and it's seamless. If you get a power cell, which is one of the batteries in the game that kind of allows you to go through the game, then it automatically saves for you. So you never have to save, and you never have to load, and this gives you the feeling that you're really in a single world, as opposed to, say, Crash Bandicoot, where every time you leave a level, you have to go to a warp. Oh, Sharky got me. Let me just mention something to our viewers. Ihr Lieben, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt zu dem Spiel, geht auf unsere Website auf giga.de. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in den Comments-Bereich und schau mal, was ihr so für Fragen habt. We're gonna check some questions on our website. Sure. So here we go. Da haben wir schon die erste Frage von Kuras Biedeli. Er fragte nach einem Multiplayer-Modus. Is there any Multiplayer-Modi something? Modiality? No, we decided very early on in this game that not only weren't we going to do multiplayer, but we're not going to do online for this title. Maybe in the future, Jack and Daxter might have it. So maybe there's sequel. Another title in the pipeline. We have to see how gamers react to this one, really. And honestly, we haven't started our next game. When we go back in January to work, everyone's on vacation now. Yeah, okay. We'll decide whether or not we're going to do another one. But this is a classic one-player character action game taken to the PlayStation 2, taken to the next generation. And we didn't want to cloud that by trying to also get a multiplayer game in. Okay. Here, Andy, maybe you can explain the yellow. Yeah, see, Jack has this special power to channel ego, this magic. Mm-hmm. We saw the green magic before, and I'll get this yellow magic. And then you can shoot fireballs then, like blow up in these crates or shoot the rats. Oh, okay. And Jack's a pretty dexterous fellow, so we'll go up here and jump on this, get up here. You might notice that Jack has really smooth animation. One of the things that we did very early on in the product is we created a new type of animation that's very different from Crash. In Crash, okay, you had frame one, frame two, frame three, say 30 frames of a run cycle. Okay. In this game, we have smooth tweening between them. Okay, I'm sorry, we are just out of time. Okay. Aber wir haben noch mehr Zeit, gleich werden wir weitermachen mit Jack und Dexter. Wir werden noch einiges sehen und die Jungs werden auch noch einiges erklären und Fragen wie immer an carsten@gigafreeview.de oder in den Comments-Bereich unter meinem Artikel im Konsolenbereich. Also bis gleich. Das ist ein Besen, sagte er und machte den Hosenstall wieder zu mit einer Mischung aus Eifersucht und Häme im Gesicht. Diesmal bist du dran, Potter. Erstklässler dürfen ihn noch nicht zeigen. Ron konnte nicht widerstehen. Es ist nicht irgendein Besen, sagte er. Es ist ein Pimpus 2000. Was sagtest du? Was für eine hast du in der Hose? Ein Com 69? Ron grinste Harry an. Ein Com sieht ja ganz putzig aus. Aber der Pimpus spielt in einer ganz anderen Liga. Die Geschichte vom Besen wird gleich noch fortgeführt, aber wir wollen ja auch noch ein bisschen was. Du hast doch gerade da drin irgendwie so Liebe ist Cora-Heftchen. Nein, das ist wirklich, wir können nachschlagen, ihr könnt ja selber nachschlagen, schlagt euer Buch zu Hause auf. Das ist Seite 182, lest selber nochmal nach. Die Geschichte vom Pimpus 2000 und wie Harry ihn zum ersten Mal benutzt. Aha, werden wir gleich noch sehen. Harry, der alte Pimper. Ja, ja, die Erstklässler da in Hogwarts, ne? Meine Güte. Ja, zock mal ein bisschen weiter, oder? Ja, mach mal. Ich wähle mal ein nettes Level aus, und zwar, wir haben es vorhin angesprochen, wo wir gegen, wie heißt der? Fliegen. Welches war das? Draco, Malfoy? Keine Ahnung. Ich war, glaube ich, vermutlich irgendwas mit Chase. Was? Das war das. Jagd nach dem Erinner mich. Ach genau, der das hat ja... Das Erinner mich. Der hat das Erinner mich geklaut, mhm, und das werden wir wiederholen. Eine nette Gib Jagd, mir Neville's Erinner mich an, zurück, Malfoy. An, Return willst of the das Jedi, Erinner mich zurück? Dann ja, hol es dir kleine doch. Hommage zumindest. Komm, du solltest zu, immer schön nach ja. meinen Klatschern Ausschau halten. Nein. Übrigens, das Fliegen mit dem Besen ist nicht so einfach, wie es jetzt aussieht, weil ich es natürlich perfekt gemeistert habe. Das ist fast so schnell wie ein Turner, bitte. Ja, jetzt geht's ja erst den Turbo.
Ziel ist es also jetzt hier den Malfoy oder wie er auch wieder heißt. Draco ist das. Draco ist nur sein Genosse. Das ist der. Zu rammen. Wir können Gas geben, wie ich es jetzt mache, oder bremsen. Das sieht dann so aus. Ein bisschen komisch, weil es ist nicht wirklich Simulationssteuerung. Das heißt, hoch ist auch hoch und runter ist auch runter. Nicht umgekehrt. Du verstehst, Uhr. Kann man mal seinen Besen zwischen den Beinen sehen? Ein bisschen näher ran. Ah ja, ja, ziemlich lang, ne? Besenstiel. Übrigens war das nicht Harry Potter und der Stein der Weisen, sondern Harry Potter und der Stab aus Eisen, den ich gerade vorgelesen habe. Also, das nie gepublishte Buch von Rowling. Es hat doch, komm, es hat doch was gesehen. Spikes. Brauchst du dich ordentlich runter? Ja, so ein bisschen habe ich nicht. Ich habe mich auch ordentlich runter. Oben links sehen wir den Energiebalken. Ja, natürlich. Seine Nase ist der Energiebalken. Übrigens, hier erkennt man es, Unreal Engine, ne? Narbe? Ich glaube, das ist ein Blitz, oder? Naja, aber er hat die Narbe gekriegt von, du weißt schon wer. Ja, du weißt schon wem. Von wem, ne? Vielleicht sollte ich an dieser Stelle einfach, Oh, au, au! Au, oh, wow, wow! Sag mal, du kommst mit der sechsjährigen Steuerung nicht klar, du gehst zu Recht wie ein Sechsjähriger, oder? Oder du magst die Wände mehr als die normalen Menschen. Aber finde ich gut, der Typ wartet immer. Also ich kann auch eine Stunde in die Ecke fahren, trotzdem hat er keinen wirklichen Vorsprung. Was ist, wenn du ihn nicht kriegst bis zum Levelende? Ist dann nein, irgendwann... Ach, wiederholt sich dann? Oder? Ja, ja, es wiederholt sich und irgendwann hat man dann halt einfach. Aha. Es geht ja auch nicht darum, ihn einzuholen, sondern wir müssen ihn, wie gesagt, rammen. Und das ist gar nicht leicht, auf die gleiche Höhe mit ihm zu kommen. Ja, das sieht man. Oh, da liegt da der Harry mit seinem Stab. Hat er sich wehgetan? Das auch, tut weh, ne? Wenn man mit seinem Besenstiel immer gegen die Wände knallt. Mit seinem, ja. Gib mir Neville's, erinnere mich zurück, Malfoy. Tut weh. Du willst das nicht ganz so wie zurück? Auf dem Fahrrad ohne Sattel dann zu springen, aber es tut weh. Du solltest immer schön nach meinen Klatschern ausschauen. Ja, Hannes. Der war gut. So, ich versuch's einfach nochmal. Ja, ja. Haben wir Zeit, ne? Ja, ja, klar. Ich könnte auch noch ein bisschen was vorlesen. Ja. Ja, mach doch einfach. Also, es ist noch auf Seite 183, ihr könnt es wieder mitlesen. Herr, du blondes Ekel. Hermine stapfte die Treppe hoch und betrachtete missbilligend die Beule in Harrys Hose. Ich dachte, du spielst nicht mehr mit uns, sagte Harry. Oh, jetzt hör bloß nicht auf damit, sagte Ron. Es tut uns ja so gut. Hermine warf ihren Kopf in den Schoß und knutschte los. Harry fiel es an diesem Tag ausgesprochen schwer, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. In Gedanken stieg er hoch zum Schlafsaal, wo er sich mit seinem feisten Besen aufs Bett legte und schlenderte danach ins Haus. Danach hinaus aufs Dickfischfeld, wo er heute Abend noch spielen lernen würde. Das Abendessen schlang er hinunter, ohne zu bemerken, dass er überhaupt aß, rannte dann zu Ron die Treppen hoch, um endlich seinen Pimpus 2000 auszupacken. Ja, den Rest lese ich dann lieber nicht mehr. Ach, seufzte Ron und so weiter, als sie zusammen auf dem Bett lagen mit ihrem Pimpus 2000. Jetzt wissen wir wenigstens, warum Harry Potter sich so gut verkauft. Sex sells. Ja, ja, definitiv. Ja? Zauberei und Sex. Ich habe ja am Anfang gedacht, das ist einfach nur irgendwie so... Nee, nee. Ne, aber das ist kein Kinderbuch. Nee, ich dachte, es geht ums Kiffen wegen Potter und so, weißt du? Ach so. Also, liebe Eltern, wie gesagt, keine Angst, das ist kein Buch, was wirklich offiziell rausgekommen ist. Das ist der Stab aus Eisen. Hat Rowling nie wirklich veröffentlicht. So. Hast du ihn jetzt endlich mal langsam hier? Da steht doch, drück die Sprungtaste, um Malfoy zu rammen. Drück mal. Ja, ich hab ihn doch schon fast. Gibt's eigentlich mehrere Schwierigkeitslevel, oder? Gibt's nur einfach das Spiel? So. Das heißt, du bist einfach zu dumm für das Spiel. Ich hab den schon viel öfter gerammt als vorhin, aber trotzdem. Das ist aber auch ein. Es ist echt schwer. Willst du mal versuchen? Nee, nee. Jetzt habe ich. Achtung, Achtung, jetzt komme ich von oben. Jetzt dutze ihn mal ordentlich auf seinen blonden Kopfschopf. Da habe ich ihn, hast du gesehen? Ah, jetzt hast du ihn gleich. Jetzt hat er ja gar keinen Energiebalken mehr, der ist verschwunden. Ist das übrigens schon mit allen Details hier? Da vermisse ich jetzt einfach irgendwie so einen Schussknopf, weißt du, dann kann man einfach von hinten abknallen. Du müsstest ihn gegen so einen Baum dotzen, dass er so explodiert, genau wie bei Return of the Jedi. Aber es ist ja... Oder den Kopf abbeißen, wie bei Alien vs. Predator. Ja, oder... Ja. Ja, wir kriegen ihn jetzt nicht, wir schaffen es ja, nicht. Ja, das ist doof. Mhm. Ich erinnere dich dran, du bist immer noch... Weißt du eigentlich, wie der erste Teil Harry Potter und der Stein der Weisen in Bayern heißt? Nee. Soll ich sagen? Ja. Harry Potter und der Stein der Weizen.
Ja, mit diesem grandiosen Knüller-Gag verabschieden wir uns Weizen, jetzt erstmal. Wir werden gleich Bayern noch, Oktoberfest, ja. Weizen. Das ist ja unglaublich. Was zeigst du uns gleich noch, Eddie? Ich weiß nicht, ich kann Eddie kriegt sie nicht mehr ein. Auf jeden Fall wird uns Stein gleich noch was von Harry Potter Weizen zeigen. Vielleicht sogar den Endboss. Also schaut nicht zu. Stein der Weizen. Deprimierend, deprimierend, wenn man mit so einem grandiosen Lacher seinen Take beginnen muss. Ich hab den Gag kapiert. Er war verdammt lustig. Du kriegst beide Daumen. Weil ich so viel lachen muss. Mal gucken, was ich Eddie für den nächsten Take, ob er das noch toppen kann, ob er sich da irgendwas einfallen lässt. Wir auf jeden Fall verlassen uns auf Altbewährtes. Ah. Und das ist wie immer der Demo-Dienstag. Und diesmal haben wir ABBA zu Gast im Demo-Dienstag. Die sind zwar schon lange tot, hat sie aber nicht sonderlich gehindert, auch eine Demo zu machen. Zumindest zumindest aufzutreten. Ich hab gerade gehört, die leben noch. ABBA lebt noch? Ja, die Leute leben noch, oh, Mensch. Toll, wir reden die ja sterben doch. Wir reden ja von der Gruppe und nicht von den Leuten. Mensch, die sterben doch. Guck, Jesus, da sind sie. Auch noch, aber der Rest. So sind sie nicht mehr da. Aber so ist es doch, wie wir sie alle kennen und lieben, ich zumindest nicht. Weil ich ehrlich gesagt aber nie sonderlich gehört habe. Es fängt alles, dein Lieblingseffekt. Das war die Kamera. Wenn das Ganze so wackelt, gell? No. Ja, damit kann man den Jörg. Oh, da kann man den ja mit Freude machen. Ja. Da hat er. Loveness. Eieiei. Jungens. So, das Ganze kommt von den White Rappers und heißt Hyperventilation. Hat eigentlich auf den ersten Blick wirklich nicht viel mit ABBA zu tun, außer dass eben ständig sehr, sehr komische Bilder gezeigt werden. Ich mag das. Ich finde die Frisuren ganz toll, diese Hundefrisuren. Mich hat es echt angezogen und angetan. Angezogen? An dem Bildschirm. Normalerweise zieht einen sowas aus. Naja, hier diese Kamerabewegung. Achso. Ich finde das einfach nur geil. Die macht dich rollig? Die macht mich echt riemig. Okay, dann hätten wir das jetzt auch geklärt, auf was unser guter Jörg so abfährt. Du stehst auf Harry Potter. Ich mag solche Kamerabewegungen. Okay, auch wenn ich da jetzt nicht riemig werde bei Harry Potter. Aber du bist so oft rollig, wie oft du von ihm erzählst. Das Ganze auf jeden Fall, um etwas abzulenken und es euch nicht anmerken zu lassen, dass ich es versuche. Vier Minuten, scheiße. 4 Megabyte ist die ganze Demo groß. Du bringst wie sowas von aus dem Konzept. Ja klar, du bist sowas von nervös, du bist ganz zappelig und ganz kribbelig. Ich glaube, ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Und wenn ihr euch fragt, was hat das Schweig, alles? Stimmt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was hat das alles mit ABBA zu tun? Ja, ABBA. Zwei Frauen, zwei Männer, eine heiße Musik. Eine heiße Musik? Okay, auf jeden Fall kommt hier gleich noch ein bisschen ABBA. Sogar ein bisschen Karaoke. Wie wir es ja auch schon bei Just a Touch of Funk hatten. Was hieß denn das nochmal? Ich hab sowas von keine Ahnung. Ab und zu? Wahrscheinlich alle haben beschissene Bärte. Außer ja, ABBA. Den letzten wollten sie dann nicht nennen, deswegen haben sie es gelassen. Von schlechten Mützen im PC-Bereich zu schlechten Mützen im Help-Bereich. Und das alles innerhalb von 5 Minuten. So sind wir zu euch. Das Krasse ist ja, keiner kennt ABBA, aber jeder kennt die Songs, ne? Die sind ja auch tot, sagt mir gerade die Regie. Aber die Jungs leben noch. Aber liebe Regie, da muss ich euch verbessern, die sind nicht tot. Nur die Gruppe hat sich aufgelöst. Haben wir aber jetzt gegen jeden der Regie, oder? Wir haben jetzt sowas die weinen jetzt. Auf jeden Fall finde ich gerade so die letzten 2 Drittel von der Demo wirklich sehr cool. Mr. Sex? Nein, Jörg. Keine Anspielung jetzt. Ich hab nichts gesagt, das hast du gesagt. Was ich denke und tue, traue ich nicht anderen zu. Das bist du. Okay, ich dachte, du willst jetzt darauf anspielen, dass das dein geheimer Kosename ist, wenn du, sag ich mal, daheim den Rohrstock rausholst. Aber wir müssen leider Schluss machen. Ha! Hyperventilation mit, von und überhaupt über ABBA. Und wenn ihr das Ganze wollt, 4 MB findet ihr im Help-Bereich, in dem erotischen. Und da findet ihr auch unsere andere Demo, die wir euch heute gezeigt haben. Und die heißt FR13. Sehr erotisch. Also ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich kann nur noch appellieren an diese Leute, die Simon, Micha, Jörg und Carsten gewählt haben. Ihr
seid meine Hoffnung für diesen Monat. Ich hoffe, es wird sich noch ein bisschen was tun. Also ihr habt heute schon mal ein bisschen gute Leistung gebracht. Ich sehe das ja mit diesen 17%. Simon und Micha parallel immer schön gewählt und den Jörg und Carsten. Ich meine, der Jörg an zweiter Stelle mit 10%. Finde ich schon ganz gut. Aber ich würde mir echt wirklich wünschen, morgen hier zu sitzen und zu sagen, ja, Carsten sitzt, ist jetzt dran und Micha ist jetzt dran, die beiden nach dem Games Flash. Aber Leute, ihr könnt mir noch so viele E-Mails schicken, wie ihr wollt. Ich kann sowieso nichts machen. Also mir sind die Hände gebunden, denn ihr seid die Einzigen, die das bestimmen können, wer jetzt nun hier sitzt. Deswegen appelliere ich an euch, mal Etienne und Hannes nicht zu wählen oder für die Fans von Micha, Simon und Jörg und Carsten öfters mal ein bisschen zu voten. Naja, ich denke mal, ich habe jetzt genug gequatscht. Trotzdem erkläre ich euch heute mal wieder, wie der schöne Fragebogen geht, weil den hatten wir wieder längere Zeit nicht. Natürlich funktioniert ihr so, indem ihr euren Namen eintragt, die E-Mail-Adresse, eine Frage, 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten, eine davon bitte richtig anklicken, zum Beispiel Antwort 3. Dann mit Punkten bewerten, also 1 für eine sehr einfache Frage, 3 für mittelschwer, 5 und 7, das kennt ihr natürlich, einen kleinen Kommentar dazu schreiben und wieder ganz wichtig, die URL. So. Leider gibt es immer noch ein paar Böcke da draußen, die ab und zu mal irgendwie schreiben, Eva, was ist denn URL? Nochmal an dieser Stelle, URL bedeutet, dass ihr mir eine Adresse schickt mit dem genau direkten, richtigen Link, wo auch die Antwort, nämlich zu der Frage steht. Hier, Frage, 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und in der URL sollte ich dann halt die Frage sehen, beziehungsweise die richtige Antwort sollte in der richtigen URL stehen. Mit dem direkten Link. Ganz wichtig. Ich hoffe, ihr könnt heute Nacht gut schlafen. Und ich gebe euch noch mal ein paar Stunden bis morgen, damit ihr euch noch ein paar Gedanken machen könnt und euren Finger wund drücken könnt, denn ich möchte morgen Etienne und Hannes nicht sehen. Das war's jetzt von mir. In der nächsten Stunde Gear Games folgende Themen. Im PC-Bereich geht es weiter mit Harry Potter, im Konsolenbereich gibt es Jack and Dexter und Jason Rubin und Andy Gavin von Naughty Dog und im Hellbereich gibt es Demo-Dienstag und Flipper. So, hahaha, da kommst du nicht mit, was? Ja, großartige Themen auch bei uns auf der Seite und ein ganz besonderes Special und hiermit grüße ich alle Münchner, die jetzt zu Hause sitzen am Stream und uns zugucken. Haltet durch, Jungs. Haltet durch, wir kämpfen zusammen für Giga Games in München und ihr könnt ganz, ganz viel machen, wenn ihr ab sofort auch im Fernsehen Giga Games sehen wollt in München. Ich habe es vorhin schon bei Giga Green gesagt und falls ihr das verpasst habt, zeige ich es jetzt nochmal. Hier bei den Highlights findet ihr München bald mit Giga Games. Da findet ihr ein neues Formular. Habe ich auch ein bisschen was zu geschrieben, wie das Ganze so abläuft. Es gibt die Möglichkeit, dass Giga Games wieder ins Kabelnetz München kommt. Und an dieser Stelle auch ein Gruß an alle Berliner. Bis jetzt gibt es die Möglichkeit nur in München. Keine Sorge, wenn es die Möglichkeit auch für Berlin gibt, dann könnt ihr euch auf uns verlassen. Hier ist es, wie gesagt, das Formular. Ist eigentlich alles schon ausformuliert. Könnt ihr euch trotzdem nochmal durchlesen. Vielleicht noch 2, 3 Sätze dranhängen, wenn ihr mögt. Euer Namen eintragen, in welchem Münchner Stadtteil ihr wohnt. Und die E-Mail-Adresse und dann abschicken. Und dann geht das direkt an die Herren vom Kabelnetz in Bayern. Und die lassen sich von sowas durchaus beeinflussen, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, wirklich quasi wählen zu gehen. Ihr könnt aktiv mit daran teilhaben, wenn Giga wieder ab 20 Uhr auch in München zu sehen sein sollte. Das heißt, nutzt die Gelegenheit, wenn ihr Bock drauf habt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und ich werde euch natürlich so gut ich kann dabei helfen, aber ihr müsst mir natürlich auch helfen. Am besten surft ihr das einfach mal an, wenn ihr aus München kommt. Nutzt die Gelegenheit und kämpft für euer Recht auf Giga Games. So, weiter geht's mit Jack and Dexter und
Andy und Jason, unsere beiden Gäste heute, die sich den langen Weg gemacht haben aus den Vereinigten Staaten, aus den USA. I didn't mention that. Where do you come from? We're all from Los Angeles. That's where Naughty Dog is. A sunny place. Santa Monica. Sunny, yes, and far very away. Sunny. Not as much rain as we've seen here. Nice to work there. Oh, yeah. Oh, yeah. Beautiful. Okay. We can see the sea. Oh, nice. But of course, we're in the office all the time. We see nothing in our office. It's got a nice office, though. We've like got it. Another question from Checkbird. He asks for Dexter. What's Dexter doing? I mean, he's, for example, the comedy part you told me before. Just explain. Dexter is Jack's friend, who's been turned into an otzel, mm-hmm. otter weasel, and he really wants to get turned back. And he's along for this whole adventure because it's really for him. And he offers comic relief. He's got like over an hour of dialogue. He's really kind of over an hour of dialogue. He's a smartass. Yeah, in six languages. And he also like helps kind of tell you where things are at, mm-hmm. or what you might be doing. Or oh, okay, so you play Jack. So Jack doesn't say much. He's you. Yep. Dexter knows a lot about the world. Dexter knows what to say, and he's also very sarcastic. So he'll say things to people you're talking to that sometimes are funny, sometimes it's just Dexter. So that's what he does. Comedy style. Right, yeah. Exactly. Here, we can show you, like, watch. Okay. We'll grab this blue Eco Magic, mm-hmm. and we'll head into this big arena on Misty Island. Here's Dexter commenting. Yeah. This is an Hinterhalt, Jack! So he tells you it's an ambush, and then it's up to you to fight your way out of this. And you can see the red magic, which makes us kick ass. Each one of those enemies that's running on the screen right now has more polygons than the PlayStation 1 could handle. And there's dozens of them out there. Okay, just explain the red energy once again. What is the special thing about it? Makes you, like, attack stronger. Okay. And the distance? What about the distance? Farther, yeah. Okay. You can whack. Oops, I ran out. And I died. See, comedy relief. Yeah. So another try. So how many times did you play Jack and Dexter? I guess. Well, towards it, when we were testing it, I ended up playing it about once a day for a few weeks. But some of our more advanced testers, they were playing it three times a day to 100% at the end. So they played literally hundreds of times through to make sure that there are no bugs. I never play it all at once. I play it in little bits and pieces as I, like, fix bugs constantly. Yeah. All day for 3 years. We're really sure that this is a lot bigger a game than a Crash Bandicoot game. The Crash Bandicoot games are probably, if even a third as big, I'd be surprised. This is just a huge game. It takes a lot of time to finish it. What do you think, how long does the player needs to play through the game? It depends on how good the player is. We like to think of really, really good players, and we think they'll take some time between 10 and 15 hours to get through the first time. Compare that to Crash, which was between 5 and 8, so it's significantly longer. But because there's a lot of exploration, it's actually a lot bigger a game the newer you are at gaming. Okay. So now you got the special stone. What's that for? Yep, and those are power cells, and they have, like, they're made by the ancient race that made this whole big structure, mm-hmm. and they have, like, fuel, which you use to power your Zoomer craft and other good stuff. Basically, they're the currency used to get through the game. There are 101 of them in the game, and you have to get 86 of them to beat it, and you have to get 100 of them, one of them, or actually, I think, 100 of them. to get the second ending, and there is a second ending for getting that extra amount, which is quite difficult. So you've got two different endings, and how many levels do you have in the game? Another question from one of our viewers. It's really hard to talk about levels. We have three what we call villages, and each one of the villages has areas around it, at least three areas, but then there's also racing areas in between levels, and then we have the final boss area, and we have the final boss fight, so it's actually quite large. It's so every kind of hard to village quantify. Is aufgeteilt, it's eben das Wort. You have different parts in each village. Yeah, the village is where you meet people and talk to them and find out what you need to do around them. And then around them, there may be a cave, a snowy mountain. In this case, this is a Misty Island. Yeah. Yep. But take care of the big fishes. Exactly. Back here.
So really, there's a lot more stuff to do in this game. It's a lot more free than Crash Bandicoot was. We like to think of it as Crash is a game, but this is kind of like walking into Toy Story or walking into Shrek and being able to go wherever you want. The world is, okay, not as detailed as Shrek's, but it's you know, from a standard point, it's actually quite detailed. So walking around in this kind of gives you the feeling that you're in an alternate world. And you can see this is just one area, and it's quite large, and there's a lot of things to do in it. It's a lot more enemy interaction than past games. Who has had all these ideas for the villages and stuff? I mean, there's so many possibilities to do and so big. Right. Well, do you have a special team for, hey? We're a team of 36 people, and everybody contributes, but we definitely had a couple of designers, game designers, who did a lot of those specific ideas and wrote the scripts and things like that. Okay. Our game designers are really good. Dan Airey and Evan Wells. And they created all the level layouts and stuff. So we have some other questions with the same thing. They want to know about other platforms. Other platforms. For example, GameCube, Xbox. Stuff. Is it just PS2? This game is absolutely just PS2. We built this game using the advantages of the PS2, and there are definite strengths the PS2 has that make this game impossible to do on other systems. Now, obviously, the other systems have their strengths as well, but this game is tailored specifically for the PS2. And I think if you compare it to the other systems, you'll see that although it's 2 years older, the PlayStation 2 still has an incredible amount to offer compared to systems that, if you think of a PC and what would happen in 2 years, should be so much more powerful, and yet the PS2 really holds up well. Maybe we can talk about the new consoles later. Okay. So we are running out of time once again. No problem. Look at this huge view, all this gameplay. Wir machen gleich weiter mit Jack and Dexter und Andy und Jason natürlich auch, die eure Fragen gerne noch beantworten werden. Also die Fragen in den Comments-Bereich oder an mich per E-Mail. Gleich geht's weiter. Jack and Dexter für die PS2. Bleibt dran. Und wir sind auch noch in Hogwarts und spielen mit Harry. Ich werde auch noch gleich was vorlesen, aber vorher noch kurz. Wir wollen noch mal auf die Wertung eingehen. Wir haben dem Spieler jetzt nur 72% gegeben. Wir haben ein bisschen Kritik einstecken müssen in den Comments, aber wir haben dem Spiel 72% gegeben mit unserer Harry Potter Brille auf. Ja. Also ohne die auf wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter gewesen. Das Spiel ist einfach nicht so der Bringer. Es ist einfach spielerisch zu anspruchslos. Ja. Man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich auch für 6- bis 12. Ja, aber trotzdem. Aber man muss schon objektiv bewerten. Man kann nicht sagen, das Spiel ist für 6-Jährige und dann sagen, ah ja. Vor allen Dingen, das Argument zieht ja auch nicht, weil es dann immer heißt, ey, das Buch ist aber nicht nur für Kinder. Ja? Mhm. Also darf das Spiel auch nicht nur für Kinder sein. Vor allem gibt es ja diverse Konsolen, die könnten ja dann eigentlich eher kindlich sein. Das PC-Spiel vielleicht ein bisschen was für die Älteren. Nein, also 72% ist schon richtig gerechtfertigt. Das muss jetzt nicht 95%. Wir machen ein Vote. Haben wir ein Vote? Ja. Haben wir ein Vote? Willst du mal zeigen? Da sieht man eigentlich sehr schön, wie viele Harry Potter-Fans bei uns in der Community weilen. Wir haben gefragt, welches Harry Potter-Buch ist das Beste? Das erste, das zweite, das dritte oder das vierte? Das vierte ist das Beste, danach kommt das erste, aber über 70% sagen keins davon. Ja, die Harry Potter-Fangemeinde da draußen schläft vielleicht gerade. Kann sein, das könnte echt sein. Soll ich noch ein bisschen was vorlesen? Ja, mach. Ein bisschen was zur Erklärung der Szene. Also, Harry und Ron haben gerade zusammen geschlafen. In getrennten Betten, glaube ich. Und es ist Weihnachten, sie kriegen Geschenke. Ja, in Anführungszeichen. Warte mal ganz kurz, ich will die Szene ganz kurz zeigen, weil da lerne ich jetzt den neuen Incendio-Zauberspruch. Kannst gar nicht weiterlesen. Ja? Das kennen wir jetzt zum Beispiel, das Feature hat ja auch der Typ, der neulich dabei hat, den Namen schon wieder vergessen, der Entwickler aus Black and White geklaut. Ich muss das jetzt quasi nachzeichnen mit der Maus. Oh. Naja, und da unten sehen wir, 50% brauche ich. Und du hast 80%.
Das gibt natürlich auch ein Herz malen können und es hätte geklappt. Nee, nee, das ist gar nicht so leicht. Und jetzt gibt es erstmal Punkte. Ich bin ja Schüler bzw. Student. Wieso macht die ihren Mund nicht auf? Achso, naja, gut, okay. Es ist eine Zauberin, die. Die Kanone, ja. Die Zeit tickt. Und das war ja mein Rekord bis jetzt hier. 93%. Incendio. Das ist übrigens der Pflanzenvernichtungsspruch. Den führe ich auch gleich mal vor. Lass uns mit dem Unterricht fortfahren, Harry. Muss immer dasselbe machen. Nein, nur solange ich mich selbst dauernd überbiete. Also. Na, das war nichts. 80% müssen und 73, siehst du? Habe ich noch nie geschafft. Also eben hatte ich zwar 92, aber wenn es drauf ankommt, habe ich es nie geschafft. Zu weit von der Markierung entfernt, Harry. Hm. 15 Punkte kriegst du. Du kannst mit deinem Zauberstab halt einfach nicht so gut umgehen. Ja. Hm. Wo sind wir jetzt gerade ungefähr im Spiel? So, ist es der Anfang noch? Ich würde mal sagen, so nach einem Drittel. Ich beobachte dich vom Balkon aus. So, wir müssen jetzt uns durch die Pflanzenwelt quasi kämpfen. Das ist eigentlich ganz nett. Da sehen wir also auch ein paar von den Rätseln jetzt. Also schon grüne Ansätze in dem Spiel. Also Pflanzen vernichten und so. Ja, ist also ist auf jeden Fall Atomindustrie so. Und so. Ja. Man sieht es ja auch hier, mutierte Pflanzen. Ja, ja. So. Die schießen auf mich und ich kann den jetzt hier anwenden, den Zauberspruch Incendio. Und dann verschwinden die im Boden. Wie gesagt, die Pflanzen sind nicht tot, sondern einfach nur reduziert. Das ist ein anderer Zauberspruch. Machen die automatisch. Das sind übrigens hier kleine Gnome. Oh. Die schicken wir somit ins Reich der Träume. Was machen die, wenn du die nicht... Nehmen mir Energie ab. Oh. Und da sehen wir es. Oh, eine Schatzkiste. Oh. Anderer Zauberspruch. Also man muss nicht wirklich zaubern, so wie in Black and White, sondern... Nee, man muss das nur einmal machen zum Lernen, genau. Dann macht das automatisch. Wie gesagt, es ist alles sehr vereinfacht, ja. Es ist eigentlich auch wirklich ein bisschen langweilig, weil du musst einfach nur noch drücken. Hm. Du hast nicht mehr wie viel vom Zauberspruchzeichen. Also der macht es halt automatisch, ist eigentlich egal. Welches aber mit der Brille eines Sechsjährigen auf könnte man sagen, cool. Also ja, es okay. Ist schön einfach, schön simpel und also. Fantastisch. Soll ich ein bisschen lesen jetzt? Ja, les. Les. Okay, also man muss natürlich immer zwischen den Zeilen lesen bei Rowling. Die ist echt ganz gerissen. Ich lese jetzt einfach mal wirklich den Originaltext von Seite 218 und ihr könnt euch euren Teil denken. Fröhliche Weihnachten, sagte Ron Schläfrig, als Harry aus dem Bett stieg und seinen Morgenmantel anzog. Dir auch, sagte Harry. Schau dir das mal an. Ich habe Geschenke bekommen. Was hast du erwartet? Runkelrüben, sagte Ron und machte sich an seinen eigenen Stapel. Aha, Schlingel, der um einiges größer war als der von Harry. Also Rons Stapel war um einiges größer als der von Harry. Harry nahm das oberste Päckchen in die Hand. Es war mit dickem braunem Papier umwickelt. Und quer darüber war für Harry von Hagrid gekrackelt. Drin war eine grob geschnitzte hölzerne Flöte. So kann man das auch nennen. Mhm. Offenbar hatte Hagrid sie selber zugeschnitten. Harry blies hinein. Sie klang ein wenig wie eine Eule. Ja, also er hat seine hölzerne Flöte geblasen. Harry und sie klang wie eine Eule. Ja. Das war's wieder von meiner Seite. Ich bin jetzt ruhig wieder ein bisschen aufs Spiel eingegangen. Ja, ich bin wie gesagt weiterhin hier im Pflanzenlevel, so wie ich es einfach mal nenne. Und hier ein richtig fieses Gewächs. Ich müsste jetzt erstmal diese komischen Wurzeln. Naja, mein Gott. Sieht aus wie ein Baum. So ein richtig fieser Baum. Als ich 6 war, hatte ich Angst vor dem blauen Elefanten bei der Sendung mit der Maus. Insofern. Ich hatte mal Angst von der Maus, weil die hat immer so klack, mit den Augen so klack, klack. Das klang immer so richtig bösartig. Man sieht, ich bin auch super geschickt, wie ich hier diese. Du musst jetzt eigentlich mit der Fee kämpfen. Das ist doch, oder? Ist das nicht ich, nein, ich muss die Fee vernichten. So. Mach dich ab. Das klingt aber Fee vernichten. Harry Potter und der Fee vernichten. Kommen die Dinger jetzt mal runter? Ah, wunderbar. Ah, es werde Licht. Jetzt kann er natürlich noch, Achtung, springen. Dieser Frosch bringt mir Energie wieder. Fantastisch. Also wir sagen abschließend noch mal ein herzliches Entschuldigung an alle Harry Potter-Fans da draußen. Wieso denn? Wir haben nichts Böses zu sehr, gemacht. Zu sehr, ne? Ja, an dieser Stelle einfach mal auf Pause, ja, saugt euch das Spiel. Nee, gibt's gar nicht zu saugen. Gibt's keine Demo, ne? Gibt's keine Demo, nee. Kauft euch das Spiel, wenn es euch gefällt, wenn ihr auf Harry Potter steht. Falls nicht, gibt es bessere Alternativen im Action-Adventure-Genre. Oder die Bücher lohnen sich, laut Simon zumindest. Der Film ist ja auch noch da. Es gibt genug Harry Potter-Fans da draußen. Das Spiel ist so lala. Den Test gibt's bei uns im PC-Bereich auf giga.de.
Aufgrund unzähliger E-Mails hatte Simon keine Maske auf, nein, sondern wir haben uns die Mühe gemacht, weil ja die Nachfrage so groß war, dass wir für euch den V-Pin-Mame-Editor, dieses Tool, dieses kleine Tool für Visual Pinball, euch genauestens erklären, damit ihr auch die professionellen Flipper-Automaten zocken könnt. Ihr findet in unserem erotischen Help-Bereich neben Futurama, wie heißt eigentlich der Roboter? Habe ich mir den Namen vergessen? Da kannst du mir einen blanken Metallarsch lecken. Da kann ich einen blanken Metallarsch lecken. Junge, sag mir deinen Namen. Bendermann. Ah, Bender. Mensch, ich muss ja auch peinlich. Ich hab ja die Serie so oft gesehen, aber den Namen habe ich vergessen. Siehst du? Alzheimer in frühem Stadium. So, jetzt gehen wir mal auf diesen Artikel, ne, Bender. Und da sehen wir ein bisschen ausführlich diesen Artikel. Und hier, ganz wichtig, der Download-Bereich, wo ihr alles Wichtige wiederfindet. So unter anderem gerade mal die neueste Version von Visual Pinball, diese Beta 5, die ihr dazu benötigt. Diesen Pin-Mame natürlich selbst. Und wir haben für euch zwei Flipper-Automaten auserwählt, die ihr da unter den Related-Links auch nochmal saugen könnt. Noch mehr, viel, viel mehr. Das ist Elvira zum Beispiel, fand ich genau, sehr toll. Genau, sehr, sehr schön. Star Trek, alles, was es früher gab, in den 70er, 80er, 90er Jahren. Und wir haben euch Indiana Jones damals da zur Verfügung gestellt. Und wenn wir mal einfach mal auf meinen Rechner gehen, um mal zu schauen, wie das Ganze denn so aussieht mit installierter Version, dann werde ich einfach erstmal mal starten, um erstmal ein Ergebnis euch zu zeigen, was denn möglich ist, wenn man alles richtig installiert hat. Und Ben, hör auf zu saufen, Junge. Du kriegst von mir keine Zigarren mehr, das kannst du gleich vergessen. Ja, siehst du? Das sind die ersten Ansätze. So, der Player fragt immer, ob wir natürlich Emulation haben wollen, dass es am Anfang keine vorhanden ist. So, dann werden wir mal starten. So. Push Start. Dann werden wir mal spielen. Wenn du erkennst, dass da was? Nö, oder? Logisch. Ihr seht, Original-Sounds, Original-Details und Original-schöne Fehler von mir. So, dann ein Versuch. Ich will jetzt nicht in der Stunde lang zocken, sondern will euch erklären, wie ihr das Ganze denn nun installiert. So, wir werden nochmal einen Schlag geben und dann aus diesem Programm rausgehen. So. So, oben in der Ecke erkennt ihr so ein bisschen das neue Feature, was mit diesem MEM denn da möglich ist. Gerade so diese Videofunktion, das ist ja gerade das heiß Begehrende an der ganzen Sache, damit man auch gerade die Originalspielelemente hat. So, wir haben hier zwei Ordner. Einmal der von Visual Pinball und der von VPin MAME. Wenn ihr das wie in der Anleitung richtig installiert habt, also am besten in dieser Ordnung, oder ihr könnt das zusammen machen, dann müsst ihr noch diese Ordner selbst anfertigen, also diesen CFG-Ordner, IMG, NVRAM und ROMs und Samples. Das macht ihr jetzt, weil wir schaffen das natürlich jetzt nicht alles zu zeigen. Und in dem nächsten Tick von unserem erotischen Heldbereich zeigen wir euch natürlich, was wir denn da reinkopieren müssen und was wir eintragen müssen, damit das Ganze auch funktioniert. So ihr Lieben, weiter geht's mit Jack and Dexter. Ich habe auch heute einen Vote auf unserer Webseite zum Thema Jack and Dexter natürlich. Den schauen wir uns mal ganz kurz an. Und zwar habe ich euch gefragt, da sind wir, wen mögt ihr lieber? Natürlich geht's um Jack and Dexter. Und ich wollte wissen, wen ihr da lieber mögt. Und zwar einmal war zur Auswahl Jack, dann Dexter und die Alte. Zu Englisch The Chick. Und ich glaube mit... Oh! Fast 60% hat die Alte gewonnen. Ihr mögt also die Alte am liebsten. Ich weiß nicht, ob ihr die Alte schon gesehen habt. Deswegen, Andy, let's see the chick. She's here in her machine shop. Okay. Let's do a little competition. Hey, Baby, wollen wir nicht zusammen ein paar Runden auf diesem A-Graph-Zoomer drehen? Regel Nummer 1. Ich verabrede mich nicht mit Tieren. Ach, du weißt ja gar nicht, was dir entgeht. Hör zu, wenn ihr Beschäftigung braucht,
So what's her role in the game? She's your, your mentor, same as the sage's daughter, and Jack really has a liking for her. She gives you a lot of challenges. She says, if you go turn on the blue eco vent in the bottom of the tower, that's what she's telling you right now, you'll be able to do tasks that you wouldn't be able to do otherwise. And other times she tells you to do other challenges. She's there to basically do the research, and you're there to do the muscle work. Okay. She's quite a smart girl. So, Andy, maybe we can explain the controls once again to our viewers. Sure. Well, Jack can run, jump, double jump. Double jump, okay. He can punch. Mm-hmm. He can smack into things. He can punch and punch up. He can kick. He can kick in the air. He can flop. Okay. He can crawl. He can, like, jump high. He can roll. Okay. He can roll and then jump high. Mm-hmm. And he can do all sorts of things. So you know every move, I guess. Well, yeah, well, Andy programmed every move, but he also has a lot of combination moves. So, for example, he can do moves out of moves like that, so that you can actually do a lot of strings of moves as you go through and you fight against other characters in the world. So also Jason's very into the controls. Well, I've played through the game to 100% probably a dozen times. Okay. And I certainly don't hold the record at Naughty Dog. So we've got some other questions from Sexy Cartina. Er fragt, oder sie fragt, wer auch immer es ist, die Spielzeit haben wir eben schon geklärt. Da sagten die Jungs bis zu 16 Stunden, wenn man ein guter Spieler ist. Then another question was if there are changes from between night and day and the weather changes. What about that? Yeah, you can see it's night right now. Mm-hmm. The game cycles through the various times of day and the various weathers and stuff. You don't really have to wait around for any of that, but it all contributes to the atmosphere of the world. We made a decision that, unlike an adventure game where you might have to wait all night for somebody to wake up and tell you what you need to do next, this is really an action game at heart. Mm-hmm. So if you walk up to them even in the middle of the night, nobody sleeps in this world, and they'll all tell you what you need to do. It's more for atmosphere than for actual gameplay. So you don't have to wait for anything up? No, you don't have to. It's a 6-minute day cycle, so you don't have to wait 6 minutes for the sun to rise, so that just when the sun rises, you can kick something. Okay. That's not good gameplay, in our opinion. Okay, another question was the role of Dexter. Is there any possibility to play Dexter? Not in this game. You play Jack, and we really wanted you to be doing the muscle work. Dexter knows a lot about what's going on in the world, and it wouldn't make sense for a player who doesn't know anything about the world to be controlling a character that does. Mm-hmm. So Dexter's kind of like the goofy guy that hangs out with you. He's not actually the muscle man. Yeah. You're the muscle man. Dexter's a wimp anyway. Okay, another question, the last question from him was, is the game very linear? No, actually the game's extremely open. At any given time, you can access about a quarter of the game from where you are and play through it. We do have some gates in the game, so you can't immediately go to the last level and win the game, because obviously that wouldn't make much sense. Okay. But for the most part, it's a wide open game, and you can really do anything in any order. And sometimes if you do things in certain orders, for example, if you turn on the blue switch I was talking about earlier, before you go to the island, then it's actually easier when you go into the beach island area to do things like get the power cell from the pelican, because you can just use a cannon to blow them up instead of having to chase it. So you can do things in many orders, and the order actually matters. Okay. So this is the thing we saw before. Yeah, the Jake told us where to go. Yeah, yep. Dexter told us. We're now to actually up top here. Okay. It doesn't say that memory card thing every time. It's just that we keep doing it for the first time here. But as you look around here, you can see the entire world laid out for you. That three yellow roof hut that's off in the distance is where we started a moment ago. And if you look off in the distance there, you can see other levels. Remember that blimp from, maybe like half an hour ago? Okay. Or that little, like, building over there with the two little ears? You can see everything. And you can, like, go down here if you feel like it. So now we got the main goal from the chick. And now we are able to going out with her? it's not so easy. It's part of the surprise ending. So if you get to the ending, you get to see some of that. There's definitely a lot of romance going on in this world. It's not just action. Okay. But it's just romance, not anything else. It is rated PG. It's rated for everybody. It's okay. So don't expect so too much. It's not an adult thing? No. No, okay. At least not without cheat coding. Okay.
Rüdiger hat mir gerade gesagt, Rüdiger, wie viel Zeit haben wir noch? Ich hab's jetzt nicht verstanden. Jetzt haben wir noch eine halbe. So, we are once again out of time, but we've got another take in, I guess, 15 minutes. Also, ihr Lieben, gleich geht's weiter mit Jack and Dexter. Eure Fragen in den Comments-Bereich. Natürlich im Konsolenbereich unter dem Artikel von Jack and Dexter. Andy und Jason sind gleich nochmal für euch da für Fragen zu Jack and Dexter für die PS2. Also, bleibt dran. Der Games Flash am 4. Dezember. Kommt Unreal Tournament 2? Kaum ein Gerücht dürfte für mehr Aufsehen unter Games-Fans gesorgt haben wie Tournament 2. Angeblich sei nämlich ein Nachfolger zum Multiplayer-Hit Unreal Tournament seit längerem bei den Entwicklern Digital Extremes in der Mache. Und dabei dreht es sich nicht um Unreal Championship oder Unreal Warfare. Eine geheim gehaltene Quelle sagt auch, dass die Arbeiten an Unreal Tournament 2, so es denn existiert, schon sehr weit fortgeschritten sein sollen. Im PC-Bereich erfahrt ihr alles zu den Gerüchten. Medal of Honor Demo. Wer den Release vom vielversprechenden Taktik-Shooter Medal of Honor nicht mehr erwarten kann, hofft natürlich sehnsüchtig auf eine frühe Demo. Leider müssen wir eure Träume zerstören. Publisher Electronic Arts will erst nach dem Release eine offizielle Demo veröffentlichen. Einzig Computerspieler, die sich Medal of Honor vorbestellt haben, kommen deutlich früher in den Spielgenuss. Im PC-Bereich erfahrt ihr alles über die geplanten Demo-Versionen und den Release in den Vereinigten Staaten. Patchomania im Help-Bereich. Gleich zwei brandneue Patches zu Action-Spielen findet ihr jetzt in Simons und Jörgs Bereich. Zum einen dürfen sich Serious Sam-Besitzer über eine breitere Unterstützung von High-End-Grafikkarten, bessere Netzwerkcodes und schnellere Performance freuen. Zum anderen gehören nervige Lade- und Speicherprobleme von Project Eden mit dem neuesten Patch der Vergangenheit an. Im Help-Bereich erfahrt ihr alles über die beiden handlichen Downloads, auf dass die Spiele besser werden. Außerdem GTA 3 für PC, Shiny für die Xbox und Ultima 7 für Windows. Das alles und mehr auf Giga.de. Weiter geht es jetzt nun wieder mit meinen beiden Spitzenkandidaten, Etienne und Hannes. Hannes! Wie hast du das jetzt gemeint? Meinst du die Spitzen? Kandidaten oder die Spitzenkandidaten? Die Spitzenkandidaten. Ah, alles klar, so passt. Ja, mit ersterem hätte sie recht gehabt. Vor allem mit Etienne, der heute richtig gut drauf ist und 0 Punkte hat. Sag mal, stopp. Ja, du schaffst Etienne, es jetzt so. Pass auf. Fünf. Ich denke mal, die ersten Fragen, die waren einfach zu billig für dich. Deswegen kriegst du jetzt die dritte Frage, die schon ein bisschen schwieriger wird. Ich roll das Feld von hinten auf. Genau. So geht's am besten. Nächste Frage kommt von Spelldrum. Wie viele verschiedene Endsequenzen gibt es im Action-Adventure Blade Runner? Weiß ich. Ich tausche die Frage. A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. C. 7. Sicher? Ja. Okay. C. 5 Punkte. Oh, Checker. Puh, ja. Wollen wir mal schauen, ob ich sein Checkmate bin. Oh, der führt Apostel. Auf einmal. Wie lange war Kenji aus Battle Realms im Exil? Jahre, aber wie viele? A. 3 Jahre. B. 7 Jahre. C. 10 Jahre. D. 15 Jahre. Also er musste ja fliehen, weil da irgendwas mit seinem Vater war. Der wurde ja abgemurkst. Ohne Ende natürlich. Und er musste ja dann irgendwie abhauen. Aber 15 Jahre ist ein bisschen zu lang. 3 Jahre ist ein bisschen zu kurz. Oh, ich gehe mal 3 Jahre weg. Oh, mein Vater wurde umgebracht. Und nee, das ist einfach, das passt nicht. Also 10 oder 7? 7. 7 klingt so biblisch. So cool. Ich sag 7. B. 5 Punkte ja. Gibt es für diese Antwort. Bitte doch mal die Auflösung, 7. Liebe Regie. Hey. 9-5. Vielen Dank, Mr. Castillo. Gestern hatte er, glaube ich, auch 11 Punkte, ne? Also auf jeden Fall hat er geführt. Ja. Ich erinnere mich nicht mehr. Ach, Etienne. Letzte Frage für dich. Kommt von Silent Warrior. Du darfst dir natürlich auch sehr viel Zeit jetzt nehmen. Die bekommst du von mir. Welcher NBA-Profi ist auf dem NBA Live 2001 Cover abgebildet? A. Kevin Garnett. B. Scottie Pippen. C. Allen Iverson. D. Michael Jordan. C. Allen Iverson. Willst du es dir nicht doch nochmal überlegen?
Regie sagt, ich soll schnell antworten. C. Allen Iverson. Boah, ich weiß ganz genau, was die Regie eben gerade gesagt hat. okay, 7 Punkte. Nee, oder? Was würdest du denn sagen, Hannes? Ich würde natürlich meinen Michael Air Jordan nehmen, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich weiß es nicht. Michael Air Jordan bestimmt. Weil Michael Air Jordan in der Saison 2001. Ja, ich weiß, der kehrt ja jetzt erst zurück. Yeah, 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 Eddie, yeah. So mag ich dich. Ja, der Checker vom Dienst. Alles klar, wir nehmen C. Na doch, A? Kevin Garnett. Ich war mir nicht sicher, einer von beiden hin. Tja. 5 Punkte. Ich musste schnell machen. Hannes räumt richtig ab heute, habe ich das Gefühl. Nächste Frage kommt von Tobias 2. Welchen Fahrer gibt es bei Tony Hawk's Skateboarding nicht? A. Rodney Mullen. B. Rune Glifberg. C. Kareem Campbell. D. Johnny Osberg. Kenne ich ja alle. Ja? Mit allen schon mal... alle? Naja, mit allen durch die Streets geskatet. Ich kann mir richtig vorstellen, Hannes war ja früher ein Skater. Ja, mit der Sprühdose und dem Rucksack um Skateboard auf die Straßen in Bayern. Hat dann leider 5 Jahre Knast auf Bewährung gekriegt. Deswegen sitzt du jetzt auch hier, dank auf den Straßen nennt man ihn auch nur Age. Ja. Yeah. Ja, mal überlegen, Moment. Kareem Campbell kommt mir bekannt vor. Der ist bestimmt mit dabei. Rune Glifberg ist doch bestimmt irgendein Schwede. Hat doch im amerikanischen Spiel nichts zu suchen. Stimmt, die können ja kein Skateboard fahren, wie wir alle wissen. Das schwedische Skateboardfahren ist einfach echt mies im Vergleich zu, weißt du, Ami. Rodney Mullen, ja, oder Johnny Osburg, oder DB. Ach, irgendwie, ich bin heute mit B so gut gefahren. Ich nehme mal B. Rune Glifberg. Ah, da geht die Augenbraue nach oben, dann nehme ich nicht B, dann nehme ich Johnny Osburg. D. Nehme ich D, wieso nicht? D. 16 zu 5. Hey. Es heißt ja immer, ich würde H. Hannes helfen. Dabei versuche ich ihn eigentlich immer ein bisschen zu verwirren. Du lenkst mich ja nur geistig. Eddie mache, dass ich immer sage, bist du dir sicher? Aber er meint ja immer, er weiß es immer besser und bleibt meistens dabei und hört halt nie auf mich. Ja, Etienne, ich finde es cool, wie du versuchst, irgendwie die Situation zu überspielen. Naja... Ich will dich ja nicht noch weiterhin dissen. Jedenfalls hoffe ich doch bei euch da draußen, dass morgen ich diese beiden hier nicht mehr sehen werde. Denn ihr habt die Macht, das wisst ihr. Ich hab die Macht. Ich zocke hier gerade den Original-Flipper Indiana Jones von dem Jahre 1990, irgendwas. Nee, steht nicht drauf. Müsste Indiana Jones rausgekommen, der Film. Ja gut, der dritte, den habe ich sogar im Kino gesehen, ist schon eine Weile her. Würde ich sagen 90, 92? Doch, vielleicht auch 92. Ihr könnt uns ja eine Mail schreiben. Ja. Ich kann jetzt mal warten. Ich warte jetzt einfach, schreibt mir ganz schnell eine Mail, dann können wir das hoffentlich noch in dem Tag sagen. So sieht er jedenfalls aus, der Original-Flipper von Midway. Und ich verlasse ihn, um euch zu zeigen, wie ihr das Ganze installieren müsst. Ihr habt ja bei uns im Download-Bereich ja 2 Dateien. Das ist einmal die ROM-Datei selbst und die Flipper-Datei, also die Pinball, dieser Tisch da. Und wenn ihr in diesen Ordner von Visual Pinball, in diesen Table-Ordner, da unter anderem diese VPT-Datei, diese Indiana Jones 5-Datei, reinkopiert, und die ZIP-Datei von dem ROM zulässt, nicht extrahiert und diese unter VPIN MAME ROMs nochmal reinkopiert, dann braucht ihr nichts weiter zu machen, als die Datei zu starten. Aber bevor das funktioniert, müsst ihr diese, muss ich mal selber nachschauen, wie die hieß, man merkt sich, das ist ja nicht so, diese, wo ist sie, diese ganz wichtige Datei, wo ist sie denn? So ist das im Help-Bereich. Ja, da sollte normalerweise, da muss ich jemanden den Kopf abhacken,
nämlich unserem Wonzog. Da sollte normalerweise noch diese VBS-Datei sich vonstatten befinden, aber nein. Ihr seht, wir scheuen weder Kosten noch Mühen, euch oder immer sie, mit allem zu versorgen, was ihr braucht. Er hat sie da irgendwie versteckt, aber ihr findet das garantiert in unserem Download-Bereich. Und jedenfalls, wenn ihr das gemacht habt, ja, dieser VB23, dann müsst ihr diese sämtlichen VBS-Dateien nochmal in diesen Table-Ordner reinkopieren und dann könnt ihr das Ganze starten. Was wichtig ist, wenn wir das nicht vergessen dürfen, diese Ordner, die wir euch da ganz flüchtig erklärt haben, müssen selbst angefertigt werden, weil sonst funktioniert nämlich gar nichts. Sonst sagt das Programm ewig mal da so, er kann nichts finden und überhaupt und das geht nicht und er mag euch nicht. Und wenn ihr eure Testprogramm von diesem WinAmp startet, dann müsst ihr auch hier nochmal drauf Wert legen, dass die richtigen Pfade angegeben sind, wo sich denn diese Dateien befinden. Ne? Seht ihr das? Bei mir ist also unter vpn-mame. Ihr müsst halt darauf achten, in welchen Ordner ihr das Ganze extrahiert habt, damit das auch funktioniert. Ihr könnt hier noch festlegen, ein bisschen Schnickschnack, soll dieser Titelscreen, wenn wir den mal auswählen, wir können das mal machen ganz schnell. Das ist ganz schön viel Stress, oder? Ja, sieht jetzt für mich als Laie, Flipper-Laie so ein bisschen danach aus. Es ist ein bisschen viel, um nur mal ein bisschen zu spielen. Und von daher sollen wir uns das nicht nehmen. Dieses kleine Teilchen ist das ROM, um die Originalmöglichkeiten da zu besitzen von dem Urflipper. Und wenn wir da mal, ich muss das mal, man kann ja nicht alles gleichzeitig machen, wenn man jetzt hier zum Beispiel diese Showtitel, diese Titelleiste da weghaben will oder zum Beispiel den Kompaktmodus. Ah, sogar die Farbe kann man verändern. Muss man das wieder neu starten, das machen wir jetzt einfach mal, Stopp und Restart. Ja, dann seht ihr, ist das Ganze ein bisschen kleiner. So, und hat natürlich auch die Möglichkeit, diesen Interlace-Modus zu deaktivieren. Ich persönlich finde das Original immer noch am besten. So. Übernehmen. Nach jedem Neustart müssen wir das Ganze auch wieder starten. So. So mag ich ihn am besten. Vielleicht noch in der Doppelgröße. Und so ist das Ganze im Ganzen. Und wenn ihr jetzt ausprobiert, zum Beispiel Jurassic Park oder Monster, ich nehme mal Jurassic Park, dann seht ihr, wie das im Fullscreen-Modus aussieht. In der Anleitung, in diesem Artikel von uns, findet ihr nochmal ausführliche Informationen, damit ihr auch direkt Fullscreen, also nicht im Windows-vergaukelten Teil da spielen könnt, sondern richtig 1600x1200er Auflösung. Da müsst ihr das Ganze beachten, die ganzen Tricks, die bei uns da drin steht, in Zusammenarbeit mit unserem Giga-Friend Karma, der uns da freundlicherweise eine ausführliche Anleitung zur Verfügung stellt. Und wir schaffen es, glaube ich, jetzt nicht mehr zu spielen. So. Ah, komm. Die Regie ist nett. Die Regie gibt uns noch ein paar Minütchen. Ich muss noch ein paar Kredits nehmen und jetzt können wir starten. So. Das hasse ich immer. Jedes Mal, wenn diese Tastaturen in meinem Fall. Kann man bei diesen Automaten eigentlich tilten? Also, er tilt nicht so. Kann man links machen. Jetzt habe ich einen Marker mit mir, siehst du? Jetzt hast du ihn erledigt. Jetzt erledigt. Tilt! Ja. Tut mir leid. So machen wir jetzt Schluss. Machen wir Schluss einfach. Wir haben ihn getilt. Und die Infos auf giga.de. Jetzt in die letzte Runde, Jack in Dexter für die PS2. Zu Beginn möchte ich ganz kurz nochmal auf unsere Website hinweisen, auf giga.de. Da findet ihr im Konsolenbereich meinen Artikel zu dem Spiel. Da habe ich euch die First Facts zusammengefasst und ganz unten ist auch der Comments-Button, den ihr schon sehr aktiv nutzt und eure Fragen dort reinschreibt, eure Meinung und so weiter. Finde ich sehr gut. Wir werden die Fragen, haben ja schon einige Fragen auch beantwortet und werden auch gleich noch ein paar Sachen beantworten. Dann würde ich einfach sagen, wir steigen mal wieder in das Spiel ein. Andy, go ahead. Just some more stuff from the game. Oh, the chick again. Yep, the chick again. We're trying to boost her score. Okay. You can also find information about the game at www.jackandexterlegend. Jack and Dexter Legend. All together, one word. Or www.naughtydog.com. Okay. Or www.jackanddexter.com. So everything works. There's a million websites already set up. Okay. We've got another question from one of our viewers in English. Marco Schilly nennt er sich. Hi guests, hi Carsten. I just wanted to know how long they worked on this fantastic looking game and is it similar from the gameplay to Crash Bandicoot? Well, I've been working on this game for three whole years.
most of the team didn't join me until 2 years ago, which is still a long time, and that's 36 people. So this has been a huge game, taking us a long time. It's about four times as much work in terms of man hours as the biggest the Crash Games was. And although it definitely draws from Crash Bandicoot, there's also a lot of elements from Mario 64, Banjo-Kazooie, the Spyro the Dragon series, and then there's pieces from Zelda in here, so it draws from a lot of different areas. And then we do a lot of new things. So if the viewer who wrote the letter likes Crash, he'll like this game probably, but he'll also find a lot of new things in there, and hopefully he'll have a new experience also. Okay. So, Jason, let's talk about the new consoles like Xbox and GameCube and PS2. What's about the development in the U.S.? Right. Well, actually, this is a very interesting time in the United States because we just had the launch of both the Xbox and the GameCube. My understanding is that the GameCube is selling about 2-to-1 better than the Xbox. I don't know how they're selling in comparison to the PlayStation 2 right now, but it's a very, very good Christmas because all of a sudden gamers have three systems. Yeah. My personal take on it is that right now all the good games, or most of the good games, are on the PlayStation 2, and I think this is the strongest Christmas so far for the PlayStation 2, and maybe one of the strongest Christmases ever. But there are a couple of good games on GameCube. Rogue Squadron's excellent. And I guess Halo is supposedly very good, though I haven't played it on Xbox. People say other than that, right now it's kind of thin. I'm looking forward to Miyamoto-san's games, ones for the GameCube. But still, that being said, the PlayStation 2 has by far like the most games in development, and by most of the leading game companies in the world. So I think we're going to continue to see really all of the, not all, but like the lion's share of like the really like key games, and breakthrough games on PlayStation 2. Yeah, my theory is I own a PlayStation 2 to play the most good games. I own a GameCube because I have to play Miyamoto's games and I have to play Rare's games, and that's it. And then I probably will also own an Xbox just because I'm a gamer and I need to see the other stuff. But really, if I had to pick one, it'd be the PlayStation 2. So if you would make a list, voting 1, 2, 3 for the consoles? I think probably in America, in Japan, and in Europe, it's going to be PlayStation 2 number one, GameCube number two, Xbox number three. I'm pretty confident in that. In the United States and Japan, definitely it's looking to be that way already. Technically, they're all pretty similar machines. They're all 128-bit. What about programming? Do you have any information about programming Xbox or GameCube? Yeah, well, you know, we have a lot of friends, a lot of developer friends. For example, I'm friends with guys that are working on Rogue Squadron, Factor 5, brilliant guys. Yeah. And I think most developers who make good games agree the hardest thing about making a game is not the hardware. It's making 100 million polygon worlds, or making X-Wing fighters, or making hundreds of frames of animation, or recording 40 minutes of animation, or doing whatever you have to do to make a game. Like, for example, in Halo, the hard part is modeling those huge worlds, getting the weapons to work, the AI for the enemies. These are the same thing on every system. It's not, hardware doesn't make it much harder to do any of these things. And I think in the long run, good developers don't really care about the hardware. Yeah. They know making the game is the hardest part. Andy, go ahead. I was distracted by playing. So I think you'll see in the end that the best game developers are going to make the best games on whatever system they're on. And the question is, which system has the most good developers making games for it? And right now, the support for the PlayStation 2 seems to be really strong. Yeah. Okay, let's come back to Jack and Dexter. Andy, just explain where you are, what are you doing? I'm in the underwater hidden precursor city, dying, as usual. Suicide? No, unfortunately not. Okay. This is like kind of a cool sunken city level. We can watch the fish. And like all our levels, it's got lots of different kinds of gameplay. This one has like more sort of puzzle, kind of platformy stuff. You get these big rooms, the electrifying water, and just part of our continually with Jack and Daxter, we have there's 100 power cells that you can get in the game, and everyone basically has like a different gameplay involved in getting it, a different something, because we want to keep the player guessing, keep them having different experience all the time, and just, you know, try to make it fun by offering a lot of variety. And just in case your viewer might be wondering, this is, you've probably seen about a quarter of the actual areas in the game tonight. There are a lot of areas you haven't seen, and certainly the tasks in the areas haven't been completed, so it's not like we've done everything that needs to be done in these levels. Andy, you're embarrassing yourself. I know. It's all of Germany. It's pathetic. So there's
there's many... I'm stage fright. You'll never be able to date in this country again. I'm married, so... Fortunately, it doesn't matter. There's many gameplay coming up. Also, Posito, it's just a quarter that we see. Yeah, there's a ton of different stuff going on, and we're just seeing a small piece of the levels as Andy demonstrates how to die in them. And there's a lot of things you can do when you learn but to live. But he did a great job in dying, or? Yes, he is. He's demoing that. He's the best. See, this room has this big puzzle chamber in it. Like, see that, like, power cell over there in the machine? I want it. So, just to finish that puzzle, you have to get up to the next stage? You have to get over there. Okay. And then you have to push this button. It gets sucked up here. Uh-huh. Follow the pipeline. And now you have to get up there. And you can hear the clock ticking, and Andy's not going to make it. And I totally blew it. Once again. So you can see it's a challenging game. The lead programmer can't solve it. I'll go off into here and get this power cell instead. Ah. Alley-oop. Okay, we are running out of time once again, folks. Thank you for being here. No problem. It's a great TV show. It's been an honor to be here. Thank you. Thank you very much. I hope you enjoy your stay in Germany, and wish you all the best for Jack and Dexter. Looks very, very good. Thank you. Ihr Lieben, das war Jack and Dexter für heute. Ein großes Dankeschön an Andy und an Jason nochmal, die extra hier hingekommen sind aus den Vereinigten Staaten. Gehen jetzt rüber zur Couch. Ich muss mich auch verabschieden, denn drüben haben die beiden noch was zu sagen und der Tien auch. Deswegen gehen wir jetzt nach drüben. Das ist lustig. Andy sagt gerade, er findet es gemütlich. Er ist der erste Gast, glaube ich, der sagt, dass die Couch gemütlich ist. So you like the couch, yeah? This is a great couch. Can we buy it? Yeah, for... I think it'll fit my luggage. You should see my luggage. And you can sleep over there, you know? Done. Done deal. So Jack and Dexter are selling so good. Anyway, guys, I hope you enjoyed the show. It was great. It's amazing. We don't have this in the United States, anything like this. I wish we did. Your audience should feel very lucky because it's really hard. It's hard to get this kind of stuff in America. It makes a lot of fun because it's not that tight. You know, we're all gamers. And it's amazing that you can keep this running 5 nights a week. It's you know, we have deadlines once every 2 years. You guys have deadlines every night. And you have to see the frozen food back there. Yeah, you're hungry? Okay, let's talk about future projects. Okay. First, what's the next thing you're planning to do? Jack and Dexter 2 or what? Well, we have a little bit more vacation. We've been working, Andy's been working for 3 years straight on this game, and the rest of us have been working for 2 years, so we're going to take a little bit of a break, and then after the break, we're going to sit down and we're going to say, okay, worldwide, how did gamers like Jack and Dexter? And if they like Jack and Dexter, we'll bring out something new. Not like Crash 1 and Crash 2. We promise this time there'll be something new. We'll do no Crash Bandicoot. No, well, it won't be as similar to Jack and Dexter 1 as Crash 1 and Crash 2 are. Okay, thanks for being here, guys. Thanks a lot. It was fun. Thanks. See you next. Okay. Intelligence.